So, gucken wir mal die Abstimmung an hier. Okay. Also doch, Taggy gegen Jarambo oder was? Crazy. Vor Mars B gegen Rob Skewer. Der hilft noch ein paar Leuten. Geburtstag, eine Ehre. Das war auf jeden Fall ein, das war auf jeden Fall ein krasses Ding. Da bin ich extra auch nach München gejettet, auf jeden Fall für das Ding. Weil Line-up anormal auf jeden Fall. Mikesh gegen Papi Schlauch, Chris Kotzen gegen Mighty, Taggy gegen Jarambo, eine der heftigsten Cards auf jeden Fall. Safe. Neues Ding macht Auge Intro gerade in die Luft gespielt. Ja, ein bisschen. Nee, war jetzt auch kein Diss ans Logo, halt, das passt voll zu denen. Minimalistisch, dieses Spray-Ding, Trademark des Todes, alles super. War auf jeden Fall ein geiles Event und ich dachte mir noch so, krass, die machen das auch im Technikum, wo sonst Rapper Mittwoch ist. Und das ist ja eigentlich immer voll gewesen. So, ich dachte mir so, okay, don't let the label you, war sonst immer so im Backstage. Kleine Location und das ist wirklich eine große, aber die haben die echt, ich glaube, die haben die fast voll gehabt, Alter. Richtig krass. Ein richtig geiles Main Match. Wir hatten eigentlich nur 5 Main Matches für 5 Jahre. Unser fucking Title Contender. Unumstritten. Da war Jarambo noch Title Contender. Egal wie oft ich mir scheiß fucking Finger wund tippen musste, ja? Bitte macht fucking Lärm. Für den Typen, der als nächstes gegen Nida Nip stehen wird, aber heute noch die Eier hat, gegen Bong Taggy zu betteln, macht Lärm für fucking Jarambo! Okay, krass. B-Day ist immer im September. Hat im September gegen Bong Taggy gebattelt und danach im Titelmatch im Dezember. 3 Monate später gegen Dingsbums, Alter, gegen Jarambo, das ist krass. Und macht bitte genauso viel Lärm für einen Publikumsliebling. Zweithübschester der Liga seit Mikesh. Macht bitte Lärm für einen meiner Lieblings-Battle-Rapper in Deutschland, für Bong Taggy! Eins gegen eins. 3 gewonnen, 3 verloren, 2 unjudged. Two und two, 3 gewonnen, 0 verloren. Ja, two und two sind wirklich Monster. Beide haben entschieden. Es geht hier los. Das Battle ist unjudged. Die Hab ich schon werden sich gesagt gegen trotzdem Nidal. sowas von den Arsch ficken. Ich freue mich schon. Let's go. So München. Ich fange mal an wie Rob Skewer oder so zumindest so ähnlich. Denn Taggy, ich ficke deine weibliches Familienmitglied mit meinem anderes Wort für Penis. So, und ich hoffe, ihr habt alle gesehen, wie ich im Rematch Klepp zerfickt habe. Und heute werdet ihr Zeuge, wie ich Bong Taggy in den Arsch bohne. Aber erstmal eine kleine Frage. Digga, du forderst Cynic 2 Jahre lang zum Rematch auf. Der hat den Text aber gar nicht so drauf, ne? Das sieht jetzt, wirkt ja, ist ja der übelst holprige Start, ne? Todesholpriger So, Start. und ich hoffe, ihr habt alle gesehen, wie ich im Rematch Klepp zerfickt habe. Und heute werdet ihr Zeuge, wie ich Bong Taggy in den Arsch bohne. Aber erstmal eine kleine Frage. Digga, du forderst Cynic 2 Jahre lang zum Rematch auf und dann verlierst du erneut. Das ist ein bisschen hart, oder? Also das ist auf jeden Fall kein Freestyle. Kein Freestyle, auf jeden Fall geschrieben. Weil dieses hart, oder? Das ist ja kein, ist ja nicht an dem Abend oder so passiert, sondern das war ja gegen VT. Übrigens anormales Ding von Bong Taggy auf jeden Fall. Bong Taggy wird wahrscheinlich selber sagen, es war ein Scheme, obwohl es keins war. Aber das ist auf jeden Fall kein Freestyle, Alter. Erst so ja, aber dieses ein bisschen hart, oder? Das ist kein Freestyle. Aber es ist super unsauberes, nicht gutes Intro. Und flüssig wäre es, glaube ich, gut gewesen. Aber ich fange mal anders an. Bong Taggy. Das ist aber ein komischer Name. Junge, das klingt wie eine Hurensohn-Version einer Pokémon-Karte. Aber wie Und der. da soll noch mal jemand sagen, die feiern bei Dilte die keine flachen Lines. Aber ich fange mal anders an. Bong Taggy. Das ist aber ein komischer Name. Junge, das klingt wie eine Hurensohn-Version einer Pokémon-Karte. So, die Line wird gefeiert. Eine ganz primitive, flache, nicht besonders krasse Lines wird da erstmal gefeiert. Aber die Stimmung ist auch anormal. Das Haus ist packed, die haben Bock.
Ja, schon ein paar Bier drin, so das ist. Aber, ja, wie der Name ja schon sagt, ist auch der okay. Sinn dahinter abzusehen. Denn sich nach einem Saufspiel zu benennen, finde ich fast genauso kreativ wie Jarambo, Schimmel oder Haftbefehl. Nur Bongtegi kennt als Trinkspiel keiner. Hast du also Glück, dass du bei so erfinderischen Atzen lebst? Denn wärst du in meiner Gegend groß geworden, wäre dein Künstlername heute womöglich. Ich hab noch nie Kommando Pimperle oder MC Flaschendrehen. Und ich dachte immer, ein Künstlername muss einem stehen. Doch ich frage mich seit Jahren, was an dem Namen von diesem Hurensohn dran ist. Ich meine, was für Trinkspiel. Ich hab dich jetzt zweimal auf dem Splash erlebt und jeden Tag nach einem Maß war der Buam schon gansig. Bayern, Alter, ja? Und apropos Splash, da habe ich noch eine schöne Geschichte von dir. Vielleicht kannst du dich vage dran erinnern. Standort Zeltplatz. Denn von da an sind nur... Ey, wenn man mal überlegt, ne, wie viele Battles immer so, klar, so Real-Talk-Stories, ich habe mit dir gechillt, weißt du noch und so, aber diese Festival-Stories, ne, das kommt mir auch super vor, weißt du noch auf dem Frauenfeld, weißt du noch auf dem Splash und so, du bist mit einem Haufen Battle-Rappern auf einem Ausflug, so alle zusammen und irgendwann, ein paar Monate später, kriegst du alles, was du da auf dem Festival machst, irgendwie um die Ohren gefeuert. Ja, ist irgendwie auch so ein bisschen, na... Circa 10 Kilometer entfernte Dixie-WCs am Start, auf denen es dann immer riecht wie eine Mischung aus ranzigem Käse, Arsch und verschimmeltem Heringssalat, weshalb ich morgens zum Pinkeln den Müllhaufen an unserem Camp bevorzugte. Und der setzte sich zusammen aus Bierdosen, Chipstüten. Also ich finde die Stories, die erzählt werden, auch geil, aber ist halt schon so ein bisschen iffy, wenn du weißt, okay, Battle Rapper sind unterwegs und alle gucken so, was der andere macht und hast schon gehört, der ist da... Ja, der hat das gemacht, okay, benutze ich. Und den Gummi gespritztes Ejakulat. Und als ich am vorletzten Tag da im Halbschlaf zum Pissen hingehe und schon gerade meinen Penis ausgrab, sehe ich, da liegt Taggy stockbesoffen und halbnackt in diesem Müllhaufen mit einem brennenden Teelicht im Arsch. Verstehe nicht, warum man sowas erzählt. Ist doch offensichtlich, dass es nicht stimmen kann. Hey, Real Talk. Warum? Hey. Real Talk, ja. Weil es kein Real Talk ist, lachen die da bei Diltidi. Ja, okay, das Teelicht lag kurz daneben. Du kannst vom Glück reden, dass mein Handy-Akku leer war. Oder dass du nicht in meiner Klasse warst. Denn wäre das Ganze vor 10 Jahren bei meiner Abschlussfahrt in Rimini passiert, dann hätte ich dich beschnitten, dich in den Arsch gefickt, dich vom Hals bis in die Kimme tätowiert oder dir Vollidiot eine Pimmelform in deinen Hinterkopf rasiert. Aber inzwischen... Also, ich finde Jarambo, also generell hat der Jarambo ist ein brutaler Battle-Rapper auf jeden Fall, der hat A Cappella. Das Ding, was der gegen Nidal gemacht hat, das sind so monumentale Momente, die nimmt dem keiner mehr weg. Er hat generell so für einen der größten Classics gesorgt, so zumindest, es wird nie eine Battle-Rap-Compilation geben, wo das Ende gegen Nidal Nip zum Beispiel fehlt. Muss er erstmal hinbekommen. Krasse Battles gemacht, sich krass hochgekämpft, pipapo. Und es soll nicht rüberkommen, weil... Licker, ich mag den. Jedes Mal, wenn ich den sehe, sind wir cool miteinander, alles super und so. Der ist auch das zweite Mal, glaube ich, schon Vater geworden. Ich wünsche ihm auch alles Gute. Deswegen ist mir das wichtig, dass ich das sage, bevor ich jetzt sage, dass das halt nicht gut ist. Ne? Das ist halt so, Mann, das Ding gegen Indostan, beides Assis, richtig geil. Aber du kannst doch so eine Schiene nicht ausnahmslos gegen jeden fahren. So, das ist so dieses Ding, wo ich mir denke, taktisch ist das, glaube ich, nicht, ist das nicht so clever, hat sich ja jetzt auch so rausgestellt. Gegen manche Leute zieht diese brachiale Nummer und gegen manche halt nicht. Und gegen so einen Bongtegi halt natürlich nicht. Und gegen den Mikesh auch natürlich nicht so. Weil wenn du mit brachialen Assi-Lines kommst und dir steht jemand gegenüber, der mit Worten ein bisschen besser umgeht, der ein bisschen mehr Entertainment-Faktor hat, cleverer ist, lustiger ist, anstatt dieses dann sieht man halt doof aus. Das ist sein Style, natürlich sein Style. Klar, aber da wünsche ich mir so Battle-Rap-taktisch, einfach von Jarambo auch mal so ein, so eine andere Schiene vielleicht. Ist auch vielleicht zu viel verlangt. Der ist vielleicht auch festgefahren und so. Und das ist ja auch nicht schlecht, was der macht. Das ist halt, hart primitiv, ne? Der achtet ja auch auf Reime, der rappt das ja auch vernünftig. Hat der King ja ein paar Manieren. Ist auf jeden Fall wirklich so passiert. So ähnliche Geschichten über dich kennen auch alle, die dich in Berlin schon mal saufen gesehen haben. Denn du Schüler, Transsexueller, Praktiken bist der übelste Parkbankpenner, angetrunken in Moabit, bestellst du anscheinend deinen Döner ja auch gerne mal auf Türkisch für Anfänger. Klingt dann ungefähr so. Merhaba, Murat Abi, Bierkebab. Ich schwör's euch, und der ganze Affenstall guckt zu und stellt fest, Bongtegi hat sowohl den Allmann wie den Hufflepuff im Blut.
Parfüm im Blut. Warum? Wenn der Dönermann daraufhin Ananissikim sagt, Digga, dann hat das lange nichts mit Ananas zu tun. Er dann immer so, nee, kein Döner Hawaii. Ja, Harry Potter, ne? Hundekopf, ey. Harry Potter ist ein Hundekopf. Aber, ja. Da ist auch wieder so ein Ding, wo einfach der Nebensatz das ganze Ding rettet. Kein Döner Hawaii. Mach mal einfach ein bisschen Lammfleisch Meter, und Salat. Dank dir. Daraufhin der Dönermann, Junge, bist du Salak? Nexus Prime. Ob du Salak bist, hab ich Margin. Gefragt. Ey, und inzwischen sind wir schon so weit, dass du dich als Moabiter nicht mal mehr als Moabiter bezeichnen darfst. Ansonsten kriegst du wieder mit den Moabitern Ärger. Denn nicht. So, jetzt das ist Real Talk, ne? Das ist wirklich Real Talk. Auch dieses Ding, das sind halt so Stories, die werden dann halt weitererzählt. Wenn du Battle Rapper bist. Ob du Grazi the best. Deine obligatorischen 13 Euro. 13. Dank dir vielmals auf jeden Fall. Die doppelte Demut von mir. Patsch. Servus Cynic. Sorry für die Verspätung. Gar kein Problem. Du kommst. Du hast ein gutes Timing. Wir haben gerade erst angefangen mit dem Battle. Vorher war nur den Leuten zeigen, was eine geile Twitch-Community ist. Hast also nicht viel verpasst. Aber danke dir vielmals. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Das ist halt so, ja, Dicker, schon zweimal Anspielung auf Cynic. Es gibt mittlerweile gar keine Battles mehr, wo der Name nicht fällt. Zum Thema Relevanz nochmal. Aber wenn du Battle Rapper bist und ein guter Battle Rapper bist und ein bekannter Battle Rapper bist, wie Bone Taggy halt, muss man halt wirklich auch gucken, was man so in seinem Privatleben macht. Das ist halt wirklich kacke. Das jetzt auf die Aussage bezogen, dass er zum Beispiel sagt, er geht halt, keine Ahnung, hat ein, zwei Bierchen getrunken, geht zum Dönermann rein und bestellt auf Türkisch. Man kennt den halt mittlerweile, dann weiß man, es gibt auch Leute, die mögen den nicht, dann erzählt man das weiter und irgendwann kommt es bei Jarambo an. Ich habe die Story auch schon gehört und die Story, dass, dass Bone Taggy erstmal Moabit represented des Todes und dass dann Leute in Moabit sagen, Dicker, du kannst hier nicht einfach Turmstraße Moabit representen, wenn du das nur einmal machst, gibt's Ärger. Das kommt dann irgendwann auch bei den Battle Rappern an. So, deswegen, als Battle Rapper ist wirklich so, Alter, du schiebst Paranoia, aber manchmal schiebst du Paranoia auch zurecht. Weil du weißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich meine, mir ist es eh noch nie passiert, weil ich immer so eine innere Barriere habe, aber wenn ich zum Beispiel einmal richtig mich behindert saufen würde und irgendwo liegen würde oder irgendwo kotzen würde, was zu manchen Battle Rappern ja sogar noch passt, wenn jetzt zum Beispiel Team Reiben, Finch, Karate Andi, wenn die so auf Exzess gepolt sind. Aber bei mir, ich bin halt irgendwie immer klar, über allem erhaben, möchte gern so, ich habe alles im Griff. Und wenn ich auf einmal irgendwo passed out bin und meine Brille ist so und da habe ich so ein Foto, Dicker, sowas darf einem halt einfach nicht passieren, ne? Und das ist halt Segen und Fluch zugleich. Du wirst gefeiert für die Battles, aber du musst im Privatleben auf jeden Fall aufpassen, wo du, mit wem, was machst, wie du dich gibst. Ja, ist halt so, das ist halt die Kehrseite so ein bisschen. Nur, weil du als Berliner Bremen-Fan bist, nennen sie den Moabiter Werder die größte Schlange auf dem Moabiter Werder. Ja, Digga, ich hab recherchiert. Man könnte meinen, für dich bedeutet Moabit, du musst dir eine Mauer bauen, denn die Jungs wollen, dass du aus ihrer Hut verschwindest. Ich verstehe das. Ich meine, wegen deiner Mutter heißt jetzt sogar die Moabiter Hutteninsel Nutteninsel. Aber Hauptsache, in jedem Interview streitest du sowas ab und machst immer einen auf Hut etabliert. Aber Junge, wem willst du was vormachen? Vor dir fühle ich mich wie der Grimm. Denn ich schau dich einmal an und sehe die Pussy in dir. Das geht schon los bei diesem Chat, wo das Battle gefixt wird. Ich schwör's euch, bei jedem anderen Gegner gibt's da immer Kampfansagen zum Einheizen. Bei Taggy so, ey, ich freu mich voll, lass mal auf jeden richtig abreißen. Ey, ich dachte, ich höre mein Schwein pfeifen. Junge, was erwartest du als Antwort, ne? Lass mal ankommen und voll reinscheißen. Ja, ist gut auf jeden Fall. Dann will er mir noch ein 3... Ja, die Nutteninsel war grausam. Die Nutteninsel war grausam. Minuten Zeitlimit setzen. Aber man fick dich, Kumpel. Junge, meine dritte Runde geht eine Viertelstunde. Ja, gut. Was willst du machen, Alter? Aber ich nutze jetzt mal den Part, um noch ein paar Shots zu feiern. So hoffe ich, diese Pilzschlampe kriegt nachher noch von Davy Jones Cousins den Powerschwanz ins Hirn. Den Powerschwanz ins Hirn und wird von denen blutig vergewaltigt, bis sie endlich mal den Rang ihres Frauenrechts kapieren. Und so schnell geht das, ne?
Das ist auch ein ganz, ich muss mal ein bisschen Knowledge droppen hier. Das ist eine ganz kranke Sache auf jeden Fall. Wie fange ich am besten an? Lines, die in der einen Sekunde gefeiert werden, können ihr im nächsten Battle-Video um die Ohren fliegen. Guck mal bitte, das ist die Line von Jarambo und kein einziger im Publikum ist so nach dem Motto, was soll das? Schlampe kriegt nachher noch von Davy Jones Cousins den Powerschwanz ins Hirn. Den Powerschwanz ins Hirn und wird von denen blutig vergewaltigt, bis sie endlich mal den Rang ihres Frauenrechts kapiert. Wow, eine guckt ein bisschen pikiert so, aber großteils zieht die Line. Ja? So, tritt nochmal nach, das hat der Mikisch ja auch danach nochmal nachgemacht, dieses Nachtreten, Nutte, Alter. So, die Line zieht da. Und der nächste kommt ein halbes Jahr später oder ein Jahr später, flippt die Line und auf einmal ist die Line scheiße und der Gegner wird bejubelt. So, genauso wie bei Mikesh das Ding mit dem gerissenen Flügel. Alle, ich war auch live da, alle, die live da waren, Gänsehaut. Ich glaube sogar, wer es nur auf YouTube gesehen hat, Gänsehaut. Ne, der Geier mit dem gerissenen Flügel, anormal. Eins der besten Bilder ever. Quotable nicht, weil man es nicht mit rappen kann, aber most memorable, so krass auf jeden Fall, hat jeder noch im Kopf. So, da kommt Bongtaggy anderthalb Jahre später und sagt, und da erzählt der Mikesh uns von seiner Krankheit und alle so, oh, der Arme. Und die zieht aber auch wieder in München die Punchline. So, deswegen, es ist natürlich Endlevel, wenn du Punchlines schaffst, die selbst danach nicht mehr gegen dich geflippt werden. Aber das ist halt das Ding, Alter. Deswegen, das sind die Gesetze im Battle Rap, Alter. Du bringst eine Line, die zieht an dem Tag, da kommt ein Jahr später oder ein halbes Jahr später jemand, flippt die Line und auf einmal dasselbe Publikum denkt sich so, ja, Mann, die Line war eigentlich scheiße. Buh. So, ist echt krass, ey. Ist auch, nee, es ist keine Doppelmoral. Es ist keine Doppelmoral, weil das sind ja ad hoc die Gefühle, die du hast. Da in der Atmosphäre hat die Line gezogen. Und später in einem anderen Rahmen zieht die dann wieder andersrum. Das ist ja keine Doppelmoral, so. Mach die mich hier bei Facebook dumm von der Seite an. Und dann hier gegen Taggy fehlt mir irgendwie das Feuer, so wie Hooligans bei Derbys. Digga, anstatt dich zu battlen, würde ich heute lieber ein paar Backpfeifen verteilen. Und mach so ganz schnell aus Brain Damage den Zahnfleischbluter Murphy. Ey, und nebenbei löse ich noch eine Sache auf. Man, seit meinem ersten Battle kündige ich mein Rundenende immer an mit. Der Rap am Mittwoch, Menderes, hat a cappella mies was drauf. Ey, und keinem von euch ist aufgefallen, dass sich das Ganze reimt auf... Nix mit Titel oder Champion, aber Rob Skewer ist voll der Lauch. Aber nochmal zu dir. Das ist doch wack, Alter. Der a cappella Menderes hat a cappella mies was... Der Rap am Mittwoch, Menderes, hat a cappella mies was drauf. Rob Skewer ist voll der Lauch. Also die letzte Silbe, oder was? Du bist doch eine... Jarambo ist normalerweise eine Reimmaschine. Auch viel gezweckt, aber der ist so eine Reimmaschine. Wir beide sind eh nicht zu vergleichen, Dude. Ich meine, guck mal, hier steht der einfache Erfinder eines Regenschirms auf der gleichen Stufe mit dem, und jetzt haltet euch fest, Entwickler eines Zutaten-Produkt-Matching-Algorithmus für den Lebensmittel-E-Commerce. Digga, man kann sich... Das ist Recherche, Junge. Das ist Recherche, Junge. Man kann sich das Leben auch schwer machen, Alter. Nee, Tektisto, weil wir hier auch sehr penibel sind, zeig es dir nochmal. Nix mit Titel oder Champion, aber Rob Skewer ist voll der Lauch. Tektisto, weißt du Bescheid. Aber nochmal zu dir. Wir beide sind eh nicht zu vergleichen, Dude. Ich meine, guck mal, hier steht der einfache Erfinder eines Regenschirms auf der gleichen Stufe mit dem, und jetzt haltet euch fest, Entwickler eines Zutaten-Produkt-Matching-Algorithmus für den Lebensmittel-E-Commerce. Digga, man kann sich das Leben auch schwer machen, Alter. Aber ich fass mal zusammen. Du siehst aus wie Lyrikus Zahnlücke auf Track. Auf Crack und auf zwei Beinen. Mann, deine Texte finde ich scheiße, trotzdem battle ich die Pfeife. Denn so ist das halt, wenn man sich einen Bong vornimmt. Man tut das nur, um eine offene Rechnung zu begleichen. Und dazu mehr ein paar zwei. Aber eine habe ich noch. Ich fick nochmal deine Mutter und spritze dir diesmal auch am Ende in die Fotze, du Lappen. Und wenn die schwanger wird, zwinge ich die im 9. Monat, sich auf den Boden zu legen und die Robbe zu machen. Schön ruhig. Oh.
Also, für das Event, gute Runde, ne? Also für das Event ist das eine gute Runde. Von den Crowd-Reactions her, wenn man jetzt drauf guckt, merkt man, die haben nicht so viel Gehalt. Da ist jetzt, da waren vielleicht zwei, drei dabei, die wirklich gut waren so. Aber live war das auf jeden Fall eine krassere Runde. Auch sieht man ja an den Reactions auch, als wir, als bei uns jetzt. Ne? Also zwei, drei waren nice. Durchschnittliche gute Runde. So. Aber jetzt keine, wo man sagt, so, gute Runde. Ansgar Brinkmann, was schreibst du da? Auf jeden Fall krass, wie Jarambo es schafft, mit fast ausschließlich Generics und stumpfen Humor zu punkten. Den Stil und den Charakter hat er auf jeden Fall perfektioniert. Ist in Zeiten von Mikesh und Co. mittlerweile auch fast Alleinstellungsmerkmal. Auch wenn es nicht das Allerkreativste ist, was Battle Rap hergibt. Da hast du schon recht, wenn das dann gegen Taggy und Mikesh nicht zieht. Ja, das ist halt der Vergleich. Da muss halt ein bisschen was mehr her. Das halt, habe ich ja mit Tierster im Interview auch bequatscht. Das ist halt der Status Quo im Battle Rap heutzutage. Da musst du halt, wenn du so ein Battle Rapper bist, auf jemanden treffen, der dieselbe Schiene fährt, und dann knallt es halt richtig. Ansonsten siehst du halt wirklich aus wie ein aggressiver Hauptschüler gegen einen, keine Ahnung, einen eloquenten Gymnasiasten. So. Das ist halt der Status Quo momentan im Battle Rap. Ich würde gar nicht sagen, dass Jarambo nicht klug ist. Das würde ich so nicht mal sagen. Ich meine, ich habe mich mit dem ein paar Mal unterhalten. Der ist auf jeden Fall, wie soll man das sagen, Alter? Er ist so wie Jizzy, Alter. Der ist halt, was heißt, nicht von der Straße, aber irgendwie von der Straße. Ein harter Typ auf jeden Fall. Ein harter Charakter mit einer eigenen Meinung. Sturkopf, glaube ich auch, hat seine Vorstellung. Und ja, wenn du nicht irgendwo clever bist, kannst du diese Sachen halt auch nicht schreiben, die er mehrfach so geschrieben hat. Deswegen, Street Smart kann man sagen, auf jeden Fall, ja. Erste Runde, Bong Taggy, let's go. Ja. Ruhig sein. Hey, so wie du hier auftrittst, könnte man glatt denken, dass du jeden Tag Coca ziehst. Nur um deine Scheiße zu rebuddeln, ey, ich habe kein Problem damit, ich komme aus Moabit. Ey, und was hast du noch gesagt? Jemand, der liegen bleibt, den hättest... Da merkt ihr natürlich, das ist halt so ein Ding, das sind diese Freestyle-Rebuttals, habe ich euch ja schon mal erzählt, diese Freestyle-Konter, wo es nur um das persönliche Empfinden geht. Ne? Der sagt was, hat nicht mal crazy gezogen, aber er denkt sich so, scheiße, Alter, das mit Moabit regt mich auf, das muss ich klarstellen. Und stellt das klar, juckt aber keinen. Weil er sagt ja nicht, hart krass wäre es gewesen, wenn er gesagt hat, was hat Jarambo gerade gemacht? Dicker, du, glaubst du, dass ich jetzt hier penne? Dicker, ohne Spaß, Alter, was für, ich kann Moabit nicht, Dicker, Moabit, Turmstraße, represent. So, das wäre krass gewesen, ne? Moabit, richtig representen, aber er sagt nur so, ich habe kein Problem damit, ich komme aus Moabit. Ja, ist ja kein Representen, Alter, das ist, deswegen. Aber zieht ja auch nicht, weil es juckt keinen. Aber ihm persönlich ist es halt wichtig, weil ihn das halt abfuckt. Bist du zu tätowiert? Das ist auch eine scheiß Sache. Also wenn ich Battle Rapper bin und der Fakt kursiert halt so, dass mir jemand sagt, ich darf nicht mehr so representen. Jemand sagt mir, was ich zu tun habe. Natürlich kacke. Wirtet und Arsch gefickt. Ja, das meine ich. Und, Arme und Beine zu tätowiert. Oh shit, dann ist dir was wohl auch passiert. So, das sind die Konter, die man braucht. Sehr schön. Zwei vor allen Dingen, ohne Stumbler, geil. Ja. Jarambo gegen Bong Taggy. Ey, dieses Battle hier war anfangs als Contender-Match geplant. Doch dann stellte sich heraus, ich bin bis Dezember nicht im Land. Ey, da sagt mir Jamie kurzerhand, Taggy, streng dich richtig an. Aber egal, wie das heute ausgeht, Jarambo ist für das Titelmatch jetzt schon unser Mann. So. Also selbst wenn ich den hier zurechtweise wie ein Schüler lose, selbst wenn ich ihn mit der Überstrophe von der Bühne stoße, dann sagst du, dass Jarambo so gut ist, dass man ihn jetzt mit einem Titelmatch dafür belohnte? Alles klar, Jamie. Jetzt lass mal die Kirche im Dorf und die Führerpose in der Synagoge. Sieb zehn Battles von diesem Eierkopf durfte ich in voller Länge genießen. Ja, das ist wirklich krass. Wenn man, wenn man manche Leute so hat, die man,
die man recherchieren muss, wenn man sieht, wie viele Battles die haben, ist halt wirklich krass. Ich wäre auch gerne mal bei einer Vorbereitung dabei von meinem Gegner, wie der sich einfach meine, ich weiß gar nicht, wie viel es sind. Ich weiß nicht, wie viel, aber auch müssten auch so 15 oder so sein, plus die ganzen Battlemania-Finals und hast du nicht gesehen, ist schon hart auf jeden Fall. Ey, dafür kann ich jetzt mit Sicherheit sagen, ja, der Typ ist hängen geblieben. Ich meine, guck dich mal an. Neben Leuten wie Nidal und Tierstar wirkst. Ja, Henry, hast du auf jeden Fall recht. Ist kein Reach, aber ein Zweckreim. Du irgendwie komisch verstellt. Hey, du machst den auf Gangster, aber siehst eher so aus wie die Switch Reloaded. War kein Front gegen Ben Salomo, sondern weil Jarambo hat ja gesagt, ich mach die Führerpose in der Synagoge. Das ist eine Jarambo-Line, die halt geflippt hat. Ich fand den Flip aber nicht so krass. Lass mal die Führerpose in der Synagoge. Ich fand, ja, die hat nicht so geballert, aber Leute haben es gefeiert. Version von dir selbst. So, das ist zum Beispiel überragend. Dich in voller Länge genießen. Ey, dafür kann ich jetzt mit Sicherheit sagen, ja, der Typ ist hängen geblieben. Ich meine, guck dich mal an. Neben Leuten wie Nidal und Tierstar wirkst du irgendwie komisch verstellt. Ey, du machst den auf Gangster, aber siehst eher so aus wie die Switch Reloaded Version von dir selbst. Das ist Weltklasse. Nein, Dicker, wir sind hier beim Auge machen. Das ist Weltklasse. Du siehst aus wie die Switch Reloaded Version von dir selbst. Und jeder, der Switch Reloaded kennt, Alter, das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Das ist super nice. Weil das einfach, das sind die geilsten Lines, Alter. Nicer Punchline, du guckst den an, denkst dir so, yep, stimmt. Kann ich nachvollziehen. Richtig krank. Richtig killer Punchline. Richtig gut vorstellen, wie du in Bonn in so einen Laden marschierst und dann sagst, ey, ich bin der Copkiller und das hier ist die Nase von mir. Ey, ich hab grad Hase gedealt und danach Arme trainiert und der Indoor-Stan hat mir gerade mein Zahnfleisch massiert. Ey, ich guck mir gleich noch Wrestling an, also was labert ihr hier? Ich fick euch alle, so war ich Und da war er kurz mit seinem Namen verwirrt. Aber das Ganze nicht nochmal so passiert, hat er ihn sich zur Sicherheit ganz einfach auf den Arm tätowiert. Krass, krass. Aber ja, Parship des Monats, Mikesh genauso geil, stimmt. Aber zu einem eigenen Namen auf dem Unterarm hätte man auf jeden Fall was Geileres noch machen können. War schon sehr gut auf jeden Fall, aber wenn der Name auf dem Unterarm tätowiert ist, so, da kann man auf jeden Fall noch was Geileres draus machen, glaube ich. Aber das war schon gut gemacht, auf jeden Fall. Ein bisschen zu langer Aufbau, finde ich. Moment, die Line soll geklaut sein? Von Kusi? Tja, also das Video möchte ich sehen, ja? Props an Amar. Also was für Bonds. Weil Amar immer geblockt hat. Du bist Bonds most krasser Lauch. Ey, du hast mehr Zahnfleisch als Brian Damage und deine Nase sieht so aus wie der Hals von Papi Schlauch. Das ist gut. Mann, ich bring nur eine Line und zerfetzt jetzt die Ho. Der einzig fresche Rapper, der aus Bonn kommt, ist verdammt nochmal SSIO! Wie spät haben wir es jetzt eigentlich? Oh, Zeit für eine Imitation. Wie fangen wir denn an? Ha? Ey, deine Mutter ist so eine Hure. Ey, wäre die eine Mischung aus Bachelorarbeit, technischer Universität und Binnengewässer? Also ich bin ganz ehrlich, Jarambo, ich bin ja auch imitationserprobt auf jeden Fall. Und ich sag euch, Jarambo kann man nicht vernünftig imitieren. Und Bongtegi beweist es hier. Ho, oh, der einzig fresche Rapper, der aus Bonn kommt, ist verdammt nochmal SSIO! Ja, ja. Aber sag mal, wie spät haben wir es jetzt eigentlich? Oh, Zeit für eine Imitation. So, und das soll jetzt eine Jarambo-Imitation sein. Wie fangen wir denn an? Ey, deine Mutter ist so eine Hure. Ey, wäre die eine Mischung aus Bachelorarbeit, technischer Universität und Binnengewässer, dann wäre die BATU-See. So, dann sag nicht, dass es eine Imitation ist, wenn du die nicht imitierst. Der hat einfach nur den Schreibstil von Jarambo nachgemacht oder geflippt so. Das ist ja nicht, das ist doch keine, hä? Das ist doch keine Imitation. Ich meine, so redet Jarambo ja nicht.
So redet er nicht. Und sie hat so grässliche Titten, die hässliche Schnitte. Fußballfans nennen die Dinger nur falsche Neun, weil das sind so hängende Spitze. Ja, und so ist also Jarambo. Nennen sie hängende Neun, denn es sind nur hängende Spitzen. Also so performt Jarambo seine Lines. Einfach nein. Ey, und die kostet ja eigentlich 5 Euro. Doch ich schaffe es auch für ein paar Pizza-Ecken da was drin zu stecken. Denn ich kann die Alte immer überzeugen. Wie Gerichtssaal decken. Das sind aber auch Lines, die der selber schon so gebracht hat oder bringen würde. Ey, und ihr sitzt auf... Taggy, ich hab's selber mal probiert. Bong Taggy kann man auch nicht imitieren. Ich hab's einmal probiert, bin kläglich gescheitert. Es geht halt nicht. So, es war am ersten Battle... Hab's versucht, aber es geht halt nicht so. Es geht nicht. Aber immer noch besser als das hier. Ey, und ihr seht doch die kleine Neigung da am Hosenstall von Jarambo, ne? Das ist sein Bone. Das ist sein Bone. Ey, deine behaarte veganer Öko-Fotze von Mutter kriegt jedes Mal, wenn die dich sieht, ein Gesicht, als ob die kacken muss. Ey, seit deiner Geburt ist die Schlampe suff und fragt ihren Hausarzt täglich, was man für so eine postnatale Abtreibung denn machen muss. Ey, ihre Pussy und ihre Mundhöhle wurden schon von tausenden Männern abgenutzt und sie findet manchmal sogar Reste von Eichelkranzkäse, wenn sie sich ihre Achseln putzt. Selbst wenn die mal in der Kirche ihre Sünden beichten will, entsteht im Beichtstuhl so ein harter Schwanzgeruch, da begeht selbst der hochheilige Priester Pfarrerflucht. Ey, doch die... Ja, ja, ist ja gerade das Ding. Das sind die Achseln. Weil die halt, keine Ahnung, was hat er gesagt, beim Blowjob Eichelkäse aus den Achseln. Einfach nur mal ein dicker... Das ist genau dasselbe, wie was wir letztes Mal hatten mit Brian Depp. War das? Mit Marvin habe ich, glaube ich, gesehen. Brian Damage, einfach Dr. Dave, in den Rucksack geht so viel rein. Ich, ein so und so, ein so und so. Genau dasselbe Prinzip ist das, was Leute machen. Dicker, wenn ich deine Mutter schlage oder wenn ich deine Mutter ficke, sieht die am Ende aus wie eine Mischung aus so und so und so und so. Sieht die aus wie das und das und das und das. Einfach nur, um Reime aufeinander zu häufen, so. Ja. Macht halt keinen Sinn. Selbst wenn die mal in der Kirche ihre Sünden beichten will, entsteht im Beichtstuhl so ein harter Schwanzgeruch, da begeht selbst der hochheilige Priester Pfarrerflucht. Ey, doch die... Ja. Ey, doch die dreckige Mutter hat nach Gangbang eine krasse Sucht. Ich meine, das Ding ist ja... Ja, Pfarrerflucht. Irrelevant. So, das Ding ist, Bong Taggy muss sich dafür nicht mal auf Jarambos Niveau irgendwie herablassen, sondern einfach nur zu seinen alten Wurzeln zurück, weil der hat in seinen ersten BMCLs und in seinen ersten Battlemania-Finals, also bevor Papi Schlauch ihn unter seine Fittiche genommen hat, hat der solche Lines ja auch gebracht. So, ich weiß noch, gegen mich, da hängt der Hitler umgekehrt von der Decke und bläst dann oder küsst ihn und der Bart und ganz wirres Zeug, was keinen Sinn macht. Aber, ja, mit Hilfe geht alles. Also besuche ich die Hure Ratzeputz in ihrem Hafenpuff, penetriere sie nackt und truff mit einem Kanackentrupp, bis ihre verkackte Foot aussieht wie so eine aufgeschnittene Drachenfrucht, Alter! Das ist geil. Und weißt du, was ich dann mache? Das ist geil! Und weißt du, was ich dann mache? Dann mache ich erstmal den hier. Ey, und dann backe ich mir eine Schwarzwälder Kirschtorte und peitsche die mir mit einer Kuchengabel rein, pflanze mich auf die Couch und guck mit Tunschmann erstmal eine Folge Schwul. Nee, das war Dingsbums, das war das von Jarambo. Das ist geil, Alter. Weißt du, was ich dann mache? Kid ist ja von Jarambo. Aber was er jetzt macht, ist so, das ist alles Filler. Alles Filler, alles Füllmaterial, um die Runde irgendwie voll zu bekommen. Ich meine, der macht jetzt, wie lange macht der Jarambo jetzt schon angeblich nach? 3 Minuten oder so. Einfach, weil die Scheiße kackt man wirklich aus. Die ganzen Punchlines, die der jetzt rausbringt, Pfarrerflucht, dann so, Schwarzwälder Kirschtorte, Pipapo, irgendwelche ekelhaften Sachen, Eichelkäse, Fotze, Pipapo, nichts davon muss ja irgendwie Sinn machen. Solche Lines kackt man wirklich aus und so füllt er halt seine erste Runde und deklariert das so ein bisschen als Imitation. Und das Krasse ist, er macht das ja gut und es reicht. Deswegen kann man nichts sagen, alles richtig gemacht. Weil die Runde ist im Endeffekt jetzt besser als Jarambos erste. Und Bong Taggy muss dafür nicht mal ansatzweise sich anstrengen. Schwule sagen nein.
Und das ist ein ganz klares Qualitätsmerkmal. Mann, ich geb's ja zu, du bist unterhaltsam und deine Punchlines kommen bei der Masse an. Na klar muss ich grinsen, wenn du sagst, ich bring deinen Arsch zum Schwitzen, sodass man Salat darin waschen kann. Aber einzigartig? Leider nein, leider gar nicht. Du besitzt die Dreistigkeit zu sagen, du hättest diesen kranken Style etabliert, du seist der König der Mutterlines und alle hätten diese Scheiße von dir. Dicker, ich hab bei Rap am Mittwoch schon ausgerissene Arschhaare zu Tampons geflochten, dass du im Schlüppi deiner Mutter noch nach Kampfschott gerochen. Also, Bongtaggy ist der Vater von diesen Lines. Aber wie sagst du immer so schön? Ey, der Rapper Mittwoch Menderes hat A Cappella mies was drauf. Was für eine scheiß Catchphrase. Ey, erstens implizierst du damit selbst, du sagst... Das ist keine scheiß Catchphrase. Das ist eine super, super Catchphrase, finde ich. Der A Cappella, der Rapper Mittwoch Menderes hat A Cappella mies was drauf. Super, weil das in einer Catchphrase hast du deinen ganzen Weg irgendwie beschrieben. Am Anfang kam der dahin, wurde zweimal vom Most Viewed wirklich in die Niederung gepeitscht, hat sich hochgekämpft und hat A Cappella mies was drauf. So, ist doch geil. Und man kann es geil mitschreien, es macht Bock. Es ist eine super Catchphrase, weil er fängt an mit zwei, drei Worten und die Leute wissen sofort Bescheid, die können einsteigen, nicht nur irgendwie das letzte Wort so noch erhaschen. Deswegen, die Catchphrase ist schon cool, ey. Sei's dein scheiß MC. Zweitens hat er den Titel Menderes von Rapper Mittwoch in den ersten drei Saisons schon Mighty P. Hey, drittens... Ist das so? Okay, das wusste ich nicht. Stammt die Idee nicht mal von dir... Hey, drittens stammt die Idee nicht mal von dir, sondern von einem YouTube-Kommentar, was schon echt bekloppt ist. Und viertens würde mein Teampartner gerade hinter dir stehen, würde er dir sagen... Dass du ein Schmuck bist, der nicht... Okay, Timing-Frage. Haben wir wieder nicht richtig einschätzen können. Obwohl ihr zwei Brains seid, wusstet ihr nicht, dass beim ersten Satz schon gejubelt wird? Ja, was schon echt bekloppt ist. Und viertens, würde mein Teampartner gerade hinter dir stehen, würde er dir sagen... Dass du ein Schmuck bist, der nicht... Die feiern nicht zu früh, die feiern genau richtig. Aber Bongtaggy und Papi Schlau sind nicht auf die Idee gekommen, das richtig einzuschätzen. Hinter dir stehen, würde er dir sagen, dass du ein Schmuck bist, der nicht mehr in der Behindertenwerkstatt den schönsten Stock schnitt. Zweite Runde, Charambo! Halt die Fresse! Schön ruhig sein! Charambo! Wisst ihr, was geil gewesen wäre? Auf jeden Fall ein Fail, das Ding. Wisst ihr, was geil gewesen wäre? Brian Damage war an dem Tag ja auch da. Nein, die feiern nicht zu früh. Du musst ganz klar wussten, Spassmann von Dingsbums, hier heißt er noch gleich, Olaf Schubert. Du musst ganz klar wissen, wenn mein Teampartner hinter dir steht, Bock schmisst, würde mein Teampartner hinter dir stehen, würde er sagen, dass du Mob misst. Und dann machst du doch nicht noch eine Line. Nein. Oder du machst die erste Line, dass du selbst in der Behindertenwerkstatt den schönsten Stock schnitzt. So, aber nicht zwei Sätze. So, das muss man wissen. Sorry. Bei der Taktung muss man das wissen. Wisst ihr, was geil gewesen wäre? Wenn... Ach, Charambo hätte das ja... Vielleicht hätte Charambo das voraus... Ich meine, wenn ich Charambo gewesen wäre und ich weiß, ich battle Bongtaggy und Papi Schlauch ist auch da. Kann man so weit denken, dass die eventuell einen Move planen? Und das war ja schon zum Zeitpunkt, als Bongtaggy auch Brian Damage und Papi Schlauch so ausgetauscht hat, weil Greg Pipe das gerne wollte. Wie geil wäre wirklich jetzt ein Konter von Charambo, wo der sagt, Dicker, Teampartner, was ist mit Brian Damage? So, wo ist Brian? Genau. Uli, sowas. Super schwer, vorausahnen, super schwer, sage ich. Aber jetzt vielleicht, also irgendein Rebuttal darauf muss ja kommen, nach dem Motto, ist ein Teampartner? So, oder sollen wir nochmal Greg Pipe fragen? So, irgendwas muss ja kommen, wenn du freestylen kannst. Ja, das war geil. Feier ich extrem. Konter habe ich doch keinen, denn ich konnte dich akustisch nicht verstehen. Ey, was viele hier nicht wissen, die Ansetzung Charambo gegen Bongtaggy sollte eigentlich bei Merlins Olymp auch stehen. Damals hast du zu Merlin... Ach krass, das wusste ich gar nicht, Alter. Bei dem Olymp, wo wir hier... Da habe ich gegen Davy Jones, Jizzy gegen Greg Pipe. Bei dem Olymp sollte Charambo gegen Bongtaggy stattfinden. Geil.
ihn gesagt, ich habe momentan nicht so viel Zeit, außerdem macht die Paarung mir ein bisschen Bauchweh. Dann hast du dich gar nicht mehr gemeldet und standst plötzlich auf dem Mayhem-Lineup gegen VT. Coole Aktion, Digga. Hast ja auch gezeigt, so überhalb des Studentenferkel kannst du easy wegficken. Für dich ist es auch ein Kinderspiel, die Crowd zu verarschen, weil die sowieso von hinter den Kulissen einen Dreck wissen. So nimmst du dir noch die Dreistigkeit raus und behauptest, ey, lieber hätte ich einen Davy Jones oder einen Jarambo anstatt VT, diese Petzliese. Ja, und wer jetzt wissen will, woran es gelegen hat, dass er sich trotzdem lieber die Forelle statt den Hecht pickte, ja, hinter dem VT stand der Jamie und winkte mit zwei Splash-Tickets. Das ist Bong Taggy, ja? Ist ekelig, stimmt's? Junge, du hast dich seit es dich gibt überall hochgeblasen, sodass du heute noch nach Penissen stinkst. Du unterhältst dir die meisten, aber für den kleinen Rest mit Ahnung bist und bleibst du nix als ein schäbiges Kind. Und genau aus diesem Grund sind auch am Ende des Jahres Jungs wie ich oder Nedal die Kings. Mann, und diese Titel sind auf ewig bestimmt. Mann, ich wette, du hast unser Battle nicht wegen des besseren Angebots fallen gelassen, sondern aus Angst. Denn du befürchtest, dass dir im Battle mit mir der Schädel zerspringt, denn Jarambo ist der Tornado für dieses Fähnchen im Wind. Ja, anscheinend hast du Angst vor mir. Fähnchen im Wind. Woher hat Jarambo dieses kleine Schmankerl? Wissen wir es noch? Charging von dir, Dankeschön und weiter hier, geht's. Du feiger Lappen. Ich lieb euch. Teddy hat mir zwar nicht den Motor repariert, aber von mir bekommt der Schweißer Tacken. Ja. Jetzt gibt's für Bong eine Quittung aus Bonn. Also ein Bönchen zu deinen Bündeln. Mann, ich zerfetz dieses Würstchen, was viele sich wünschen. Ich komm mit Mönchen nach München, die dich für ein Mindestlöhnchen dann lünchen. Danach drehst du ein Röntgenparündchen, Junge. Du stehst ja so auf Bad Bars, dann check mal die hier. Im Röntgen. Und während er da zitterte, sammelte ich ein paar Zitate. Ich finde, das kann man damit auch nicht rechtfertigen, Alter. Du stehst ja auf Bad Bars und dann bringt der was noch schlimmer ist als eine Bad Bar. Krass, ne? Ich glaube, selbst Han oder die Kamera hält, sagt er so, ey, Alter. Sammelt ein paar Zitate. Krass, ne? Deine Zitate sind echt an Lünchen, danach drehst du ein Röntgenparündchen, Junge. Du stehst ja so auf Bad Bars, dann check mal die hier. Im Röntgen. Und während er da zitterte, sammelte ich ein paar Zitate. Das ist halt Dingsbums. Das hat mit Bad Bar nichts zu tun. Das ist wirklich ein ganz anderes Level. Dafür soll es auch bitte keine Bezeichnung geben. Es hat nicht mehr mit der Bad Bar. Es ist nicht mal eine. Ich bin fassungslos. Ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm. Es ist nicht mal eine Bad Bar. Während er da zitterte, sammelte ich ein paar Zitate. Das ist einfach sinnloser, also wirklich sinnloser Scheiß. Grüße aus Vollmerswert. Chewy Art 85. Von Günni und. Lauer doch nicht, Alter. Grüße nach Vollmerswert zurück, Alter. Schöne Grüße. Habt ihr heute wieder gegrillt oder was? Ey, was, Zitate. Whack. Dann ist einfach, genau, ist einfach nur grottenschlecht. Und unter dem Deckmantel der Bad Bar, genau, ist einfach nur eine dumme Line. Ist einfach nur whack, ja. Krass, ne? Deine Zitate sind echt immer vom Feinsten. Zitat gegen Cynic, es kommt nicht auf die Größe, sondern auf die Technik an. Fazit, das sagt immer der mit dem Kleinsten. Mich bezeichnen inzwischen viele aufgrund der Umschreibungen meiner Rollkragenschlange als Freak. Ich meine, ihr habt recht, mein Penis sieht wirklich nicht normal aus. Der ist so lang, der hat in der Mitte ein Knie. Thema mal nicht in die Länge ziehen. Rechtfertigt die Todesstrafe. Kommen wir nochmal zu deinen Zitaten.
Denn bei seiner Auf-Zack-Folge habe ich festgestellt, dieser Benjamin ist echt blond. Denn da redest du vom Stress und Zeitaufwand bei einer Albumproduktion und dass du damit kaum zurechtkommst. Du nennst uns sogar ein Beispiel. Ey, vor 2 Jahren nahm ich einen Track auf mit dem Distich, die Trap-Songs. Aber wenn der Song erscheint, ist der Trap-Hype bestimmt vorbei. Das fuckt mich ab. Da fühle ich mich wie so ein Fleckmon. Kennt ihr das nicht? Dieser Moment im Leben, wenn man sich wie so ein Pokémon fühlt? Alter, du bist echt komplett behindert. Check das mal, du Anus. Neben mir wirkst du ein bisschen unterentwickelt. Denn allerhöchstens, wenn deine Mutter in meinen Schwanz beißt, fühle ich mich wie ein Lamus. Ich mach nochmal kurz zurück. Ich geh mir nochmal ein Bierchen holen und lasst euch mit den Harry Potter Bars alleine. Aufgrund der Umschreibung in meiner Rollkragenschlange als Freak. Ich mein, ihr habt recht, mein Penis sieht wirklich nicht normal aus. Der ist so lang, der hat in der Mitte ein Knie. Aber wollen wir das Thema mal nicht in die Länge ziehen. Kommen wir noch mal zu deinen Zitaten. Denn bei seiner Auf-Zack-Folge habe ich festgestellt, dieser Benjamin ist echt blond. Denn da redest du vom Stress und Zeitaufwand bei einer Albumproduktion und dass du damit kaum zurechtkommst. Du nennst uns sogar ein Beispiel. Ey, vor 2 Jahren nahm ich einen Track auf mit dem Distich, die Trap-Songs. Aber wenn der Song erscheint, ist der Trap-Hype bestimmt vorbei. Das fuckt mich ab. Da fühle ich mich wie so ein Fleckmon. Kennt ihr das nicht? Dieser Moment im Leben, wenn man sich wie so ein Pokémon fühlt. Alter, du bist echt komplett behindert. Check das mal, du Anus. Neben mir wirkst du ein bisschen unterentwickelt. Lamus! Wenn deine Mutter in meinen Schwanz beißt, fühle ich mich wie ein Lamus. Aber denk mal nicht, dass ich die ficke. Denn deine Mutter macht zwischen Red Bull, Energy und Monsterdosen. Gangbang mit obdachlosen Nordfranzosen, ortsanwohnenden Dorfganoven, sorgenlosen Mordor-Ochsen und Bordmatrosen in Torwarthosen. Ey. Das ist wieder so ein Ding. Ich packe in meinen Rucksack rein. So viele Dinge sind schon da drin verschwunden. Ja. Aber es ist natürlich trotzdem... trotzdem krass, wie der, was der da für Reime findet, wie der das rappt, aber ist halt so der, ich glaube, der lyrische Anspruch ist nicht so riesengroß. Ey, bei der Session verbraucht sie einen Korb Kondome. Ihre Schamlippen blühen rot auf, so wie Lorbeerrosen. Und auch, wenn sie während der Spermadusche nichts mehr sehen kann, wie mit aktivierter Konterdrohne, macht diese Sportkanone trotz des Kotzreizes grobmotorische Fortnite-Posen. Und die Endpunchline ist natürlich Mord. Ja, diese Hure ist ansteckend. Wenn die squirtet, führt die ein Planschbecken. Zwischen Arschloch und Fotze hängen der plattgesessene Kackreste und ihre angeschwollenen Schamlippen sehen aus wie siamesische Nacktschnecken. Ja? Diese fette Ho trägt einen Anker durch die Möse wie ein Modeaccessoire und die hat beim Sex so viel Blähungen, man, die gibt Blowjobs mit dem Arsch. Ja, ja. Und aus diesem Grund hat auch der Borbinner diesen Gorilla bis heute seinen Pimmel noch nie in die Fotze gesteckt. Was denkst du jetzt? Mutterlines sind Fallout, so wie Mission Impossible 6. Ja? Mutterlines in so einem wichtigen Battle, das ist sicher kein guter Schachzug. Aber fuck it, ich dachte, es klappt gut. Denn die Lines habe ich gegen dich geschrieben, als ich dich vor 4 Jahren das erste Mal gesehen habe. Scheinbar zieht das heute nicht mehr. Fuck. Jetzt fühle ich mich wie so ein Pikachu. Ja. War eigentlich wie die erste Runde, ne? Ein bisschen stärker, oder? Gefühlt ein bisschen stärker als die erste Runde, oder? Was sagt er? War gefühlt ein bisschen stärker. Also die Fortnite-Pose hat auf jeden Fall nochmal gut Palava gemacht, so. Ich finde, Jarambo kann die Bilder gut malen. Der malt gar keine Bilder. Der rappt einfach nur ekelhafte Szenarien. Das ist was anderes. Bilder malen und wirklich so, ich fick deine Mutter, dann sieht ihre Muschi aus wie ein Hirschragout mit keine Ahnung was. Das ist ja... Ja. Besser als seine erste, ja. Ich finde auch, also in Jarambos Runden auf jeden Fall eine Steigerung. Beide haben noch eine letzte Runde. Beginn bei Bonk. Okay, du denkst mit deinen... Ja, da muss ich zu Jarambos Verteidigung aber auch mal sagen, wenn es ein Contender-Match gewesen wäre, hätte der ganz anders geschrieben. So, da wäre der nicht mit 2 Runden, mit diesen, nennst du jetzt mal so Battlemania-Finalrunden-Lines, wäre der niemals gekommen in diese 2 Runden.
Wenn es um was geht, macht man schon anders. Dicker, man battelt ja auf dem Festival auch anders als in einem, keine Ahnung, in einem Match, wo es um was geht. Deswegen, also, man, die MCs sind schon so drauf nach dem Motto, also keiner gibt jetzt überall Gas. Mutterlines beweist du ultra nice Skills, doch ich beweis heute, der selbsternannte König der Mutterlines wird durch eine Mutterline gekillt. Und außerdem, du hast ein Knie am Schwanz, ey, ich glaube, dann hast du noch nie richtig gefickt. Denn immer wenn du die mal rausholst und sagst, na los, Dicker, dann tritt der zurück. Okay, das ist dieser Effekt, den man hat, wenn man aufs Knie. Ja. Ja. Jarambo ist ein pädophiler Supernutz. Am liebsten klärt er sich kleine Küken im Netz. Und er verflucht den 30. April 2013 aufs Übelste jetzt, denn das ist das offizielle Datum der Schließung von SchülerVZ. Damals war das Resteficken in Nachhilfegruppen sein Standard. Aber heutzutage geht dieser Regler bei Tinder leider nur runter bis zu 18 Jahre und auch bei LaVou. Hey, darum trifft man ihn jetzt immer auf Spielplätzen, da klärt er sich das nächste Bike im Nu. Seine erste Frage ist immer, na Kleiner, auf einer Skala von 1 bis 10, wie alt bist du? Ja, die hatten schon. Nee, das ist crazy, Alter. Der hat eiskalt sich selber gebeitet. Der hat eine Line von sich selber nochmal in einem Battle benutzt. Das ist crazy, Alter. Das ist mir nicht... Warum macht... Das ist schon der 2018er Taggy. Der seit 2019 auch... ist ja auch meine Lingo, der die Speerspitze darstellt. Aber das ist crazy, Alter. Das ist wirklich crazy. Das ist mir vorher nicht aufgefallen. Der bringt einfach eine Line das zweite Mal jetzt schon in einem A Cappella. Und das ist kein Quotable zum keine Catchphrase zum Mitschreien oder so. Jetzt einfach nochmal recycelt. Bah, das ist ekelhaft, Alter. Das ist recycelt, das ist ekelhaft. Das find, sowas finde ich ekelhaft. Hey, darum tritt. Also beim. Behindert? Oktober! Hodenbaron. Geiler Name auf jeden Fall. Doppelte Demut auf jeden Fall an der Stelle. Dank dir vielmals. Als stiller Zuschauer mal kurz ein fettes Danke für die nice Unterhaltung. Nicht nur hier, auch die ganzen letzten Jahre. Sehr, sehr gerne, Alter. Dafür macht man das, für die Resonanz, für sein eigenes Künstlerego und dass Leute das erst still und dann mit Volumen beurteilen. Dank dir vielmals auf jeden Fall. So, und Dicker, das geht halt nicht. Du kannst, da sagt der Eis, ich meine, Jarambo weiß Bescheid. Trifft man ihn jetzt immer auf Spielplätzen, da klärt er sich das nächste Bike im Nu. Seine erste Frage ist immer, na Kleiner, auf einer Skala von 1 bis 10, wie alt bist du? Hat er zur Hälfte, hat er schon, ja, hat er das schon mal gebracht. Und er sagt es auch noch sogar. Ja, die hatte ich schon. Die hatte ich schon, aber passt. Was soll das, Alter? Dicker, ohne Spaß, dann im Re-Rematch gegen Mighty, wieder, dann fische ich mir da auch die geilsten Punchlines raus und bring die auch nochmal, Alter. Hatte ich schon, aber passt doch. Das ist zu wack, Alter. Aber bei dir hat es ja Gegnerbezug, oder? Das ist wirklich todeswack. Todesminuspunkt auf jeden Fall. Und da bin ich auch nicht picky, aber da kann euch jeder Battle-Rapper sagen, Dicker, sowas absolutes No-Go. Beite mal eine Line von einem Ami einmal. In einem Freestyle kann das auch passieren, wenn du mal einen vorgedachten Freestyle hast und in der Hitze. Aber du hast eine Line geschrieben, nimmst sie für ein Battle, hast dann irgendwann Jahre später nochmal ein Battle und schreibst dieselbe Line nochmal oder machst einfach Copy-Paste, das macht man nicht, Alter. New Jersey Twerk wurde auch eiskalt erwischt beim Recyceln. Ja? Okay. Ja, müssen wir nächstes Mal eindeutig, zweideutig. Ich hoffe, du bist nächstes Mal beim Ami-Battle-Rap dabei. Das findest du geil, wa? Aber okay, Jarambo, dann lass mich doch bitte dein vergewaltigtes Kind sein. Ey, du darfst dich auch an meinen Schulranzen festhalten und danach drückst du mir deinen Pit rein. Drop some Pits. Ich weiß nicht, guck mal, ich rede ja immer, wie es mir auf dem Herzen ist, so, ne? Ich weiß, ich glaube, ich habe noch nie einen Gegner zum Kinderficker gemacht, einen Gegner zum Schwulen gemacht. Oder einen, also diese ganz crazy imaginären Sachen, Battlemania-Finale, okay. Aber wenn ich einen Gegner habe, da mache ich immer was, was so
irgendwie im Entferntesten auch passen könnte. Aber so Separate-Style jemanden zum Pädophilen machen und dann so Pädophilen-Lines oder... Ich weiß nicht, Alter. Wenn, es muss auch irgendwie... Das reicht doch nicht, wenn einer mal gesagt hat, Jarambo hat mal eine 16-Jährige angefasst oder wenn das überhaupt der Fall war. Da mache ich doch nicht eine Pädophilen-Runde draus. Ja. Aber ich, wie gesagt, ich will, es ist auch kein Bongtaggy-Bashing. Ich glaube, Bongtaggy hat in dem Battle auch... Safe ist das nicht der beste Bongtaggy, den es gibt. So, der hat gegen Mikesh auf jeden Fall den Bongtaggy... Weil da wollte der richtig... Da wollte Bongtaggy auf jeden Fall zeigen, okay, der, den ihn hier alle feiert, die aktuelle Nummer 1, ich bin krasser als der. Und das hat er in dem Battle auch gezeigt und gut gemacht. So, und hier ist Bongtaggy aber auf gar keinen Fall mit diesem Ehrgeiz rangegangen. Die erste Runde spricht schon dafür, die zweite auch. Das sind Runden, Lines, die wird er in einem wichtigen Battle niemals bringen. Safe. Safe. Hey, und ein Nazi? Ein Nazi ist er. Genau, mein Gegner ist ein Nazi. So, das muss ja immer irgendwie, naja, es muss immer irgendwie realistisch bleiben, Alter. Auch. Er kriegt immer einen Ständer, wenn er das Rollen der deutschen Panzer hört. Und von diesen ganzen Kopftüchern im Freibad ist er immer ganz empört. Er denkt, dass jeder Flüchtling sein schönes deutsches Land zerstört und rastet immer richtig aus, wenn ihn jemand beim Durchhören seines Lieblingsalbums von Land zerstört. Oh. Ey, und ich hab gehört, du hast es... So, das ist eine richtig saubere... Doppeldeutigkeit. Kein Reach, kein gar nichts. Natürlich auch kein Scheme, weil es nur eine Doppeldeutigkeit ist. Aber das ist eine richtig schöne, saubere Doppeldeutigkeit. Land zerstört. Obwohl, nee, Alter, falsch. Land zerstört, Land zerhört. Ein Nazi ist er auch. Er kriegt immer einen Ständer, wenn er das Rollen der deutschen Panzer hört. Und von diesen ganzen Kopftüchern im Freibad ist er immer ganz empört. Er denkt, dass jeder Flüchtling sein schönes deutsches Land zerstört und rastet immer richtig aus, wenn ihn jemand beim Durchhören seines Lieblingsalbums von Land zerstört. Okay, doch. Land zerstört, Land zerstört. Bombe. Richtig schöne Doppeldeutigkeit. Richtig sauber. Beides absolut gleich. Land zerstört, Land zerstört. Richtig schön. Gefällt mir. Oh. Klar kann der Taggy das. Hast du es geschafft, dir nach deinem Notes-Battle in Köln von 3 Kanaken Schläge abzuholen? Nee? Oh, dann war das ohne Fehlinformation. Ach krass, jetzt checke ich das erst gegen Mikesh. Das ist so ein neues Trademark vom Taggy. Okay, das ist natürlich ein, kann man sagen, billiger Lacher. Willkommen in der Battlemania nee. Champions. Kann man nicht sagen. Mr. Incredible, danke dir vielmals, mein George Carlin-Bruder im Geiste. Doppelte Demut auf jeden Fall an dich. 20,74 €. Hast du schön glatt gemacht, ja. Ich dachte, ich runde mal auf. 2 Balkone auf. Ja. Das ist ein Samurai. Jetzt ist die Verlobte eh schon schlafen wahrscheinlich, deswegen. Ich sag dir morgen, das ist bei 500 stehen geblieben. Oder bei 600. Auf jeden Fall Demut, danke dir vielmals. Das, wo war ich stehen geblieben? Das sind so billige, man kann nicht mal richtig sagen billige Lacher, aber das sind so Sure-Shots. Das ist so safe, dass die Leute deine Reaktion zeigen. Ne? Ich habe gehört, du hast das und das gemacht. Oh nee, dann war es wohl falsch. So, das ist halt, weil jeder darauf reinfällt. Jetzt verstehe ich es aber erst, dass er es gegen Mikesh gemacht hat. Ich habe das vorher gar nicht gepeilt. Also gegen Mikesh war schon gut. Verdrehung der Tatsachen. Lustig, aber ich wusste nicht, dass er es vorher schon mal gemacht hat. Das ist dann auch nicht so was Schäbiges wie eben, nochmal eine Line recyceln, sondern. Und rastet gut. Immer richtig aus, wenn ihn jemand beim Durchhören seines Lieblingsalbums. Ist natürlich geil, wenn du den Gegner da auch damit erwischt, so. Von Land zerstört. Oh. Ey, und ich hab gehört, du hast es geschafft, dir nach deinem Notes-Battle in Köln von 3 Kanaken Schläge abzuholen. Nee? Oh, dann war das ohne Fehlinformation. Ja, ist gut. Das ist doch kein billiger Lacher. Das ist ein gutes Ding, ne? Aber es ist halt super einfach. Und das kannst du auch gegen jeden Gegner machen. Ja, muss man dann halt zugeben, dass manchmal sind es auch die einfachen Sachen, die irgendwie dann genial ist. So. Die genial sind. Das war wirklich nice. So. Chris Mountain. Dank dir vielmals für die 5 Euro. Der Heiermann. Doppelte Demut auf jeden Fall. Mal wieder eine Quizfrage. Wer macht den Hannibal auf VTs Abiball? Bei richtiger Antwort gibt es wieder einen Zehner. Wer macht den Hannibal auf VTs Abiball? Also, Highlander, Mike Ständer wusste ich letztes Mal, aber Hannibal auf VTs Abiball? Ich wüsste jetzt nicht mal, ob das jemand ist, der da gegen VT gebattelt hat oder jemand, der über VT was gesagt hat.
Weiß ich nicht, Alter. Chris Mountain, weiß ich wirklich nicht. Schick mir dein PayPal, du kriegst den Fünfer zurück. Weiß ich wirklich nicht. Robscure. Lös mal auf, Chris Mountain, lös mal auf. Ja, safe, hier, Julia, safe, beim dritten Mal, genau. Also wenn Bongtegi hat, konnte es zweimal bringen und beim dritten Mal jetzt funktioniert es safe nicht. Safe nicht. Also das ist, klar. So, wenn das jetzt, keine Ahnung, gegen wen der als nächstes battelt, aber gegen wen der das bringt, so, ich habe gehört, du machst so und so. So, und dann zieht das auch nicht mehr. So, aber krass, dass Mikesh noch beim zweiten Mal drauf reingefallen ist. Ich meine, die sind auch nicht so ähnlich, deswegen kann man drauf reinfallen, auf jeden Fall. Mars B war das. Mars B gegen VT oder was? Wer macht den Hannibal? Ich mach den. Hat der Mars B gesagt, ich mach den Hannibal auf VTs Abiball? Das ist aber gut. Ist auch gut, ey. Ja, Mikesh ist krass reingefallen auf jeden Fall. Und Jarambo, ist der richtig reingefallen überhaupt? Richtig? Und rastet immer richtig aus, wenn ihn jemand beim Durchhören seines Lieblingsalbums von Lang zerstört. Ey, und ich hab gehört, du hast es geschafft, dir nach deinem Notes-Battle in Köln von drei Kanaken Schläge ab... Ja, doch. Der sagt natürlich auch Sachen, wo der ganz genau weiß, die anderen Leute sind so, hä? Voll nicht? Zu holen? Nee? Weil Jarambo ist, nee. So, nee, Schläge, was? Ich? Nein. Oh, dann war das ohne Fehlinformation. Und bei Mikesh auch. Ich entscheide mich jetzt endgültig. Ja, das ist ein gutes Ding. Das ist wirklich ein gutes Ding. Der lockt die Leute aus der Reserve. Reserve hat einen Reim drauf. Das ist nice. Gegen Mikesh hat auch geklappt, aber die beiden Male sind auf jeden Fall die letzten, dass man das gesehen hat. Aber habe ich das habe ich auch gemacht. Das habe ich gegen Greg Pipe auch gemacht. Wo ich auch genau wusste, der ist mit Moloch Dilemma cool und der feiert den. Da habe ich gesagt, hast du mir nicht mehr erzählt, dass eine Olle, dass Molochs Dilemmas Ex bei dir auf dem Schoß saß? Und ich weiß aber nicht mehr, wie das dann weiterging. Aber das wäre wieder so ein Ding gewesen. Es war auf jeden Fall auch vor dem Ding hier. Oh oh, das kann wieder sein, dass der Bongtegi da, der Papa das wieder erfunden hat. Hä? Das habe ich wirklich gegen Greg Pipe gemacht. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich es aufgelöst habe. Hast du nicht mal gesagt, boah, wenn das weiß keiner, weil dieses Scheißbälle guckt zum Glück auch keiner an. Aber da habe ich zu Greg Pipe gesagt, hast du mir nicht in Frankfurt erzählt, Molochs Dilemmas Ex saß bei dir auf dem Schoß? Und dann habe ich das irgendwie wieder geflippt, Alter. Scheiße, ich weiß aber nicht mehr wie. Fürs nächste Mal. Nee, das ist nicht so wie mein Props anbieten und beim Virus und die Faust wegziehen. Das ist ein ganz anderes Level nochmal. Weil das war ja auch gefreestylt. Das ist dann nochmal ein Ticken genialer. Das sage ich nochmal ans Mikrofon, weil es sonst vielleicht keiner hört. Das ist dann nochmal ein Ticken genialer auch. So oder so ähnlich wird Jarambo immer dargestellt. Aber ich denke, er gibt im Ernst einen Fick auf Herkunft und Hautfarbe. Er spielt zwar gerne mit dem Image, aber wie wenig Plan er davon hat, erkennt man an seinen dummen Aussagen. Lido Berlin 2016. Jarambo stellt sich hin und sagt, ey, ich bin so deutsch wie der Hitlerbart. Da dachten sich viele, was für ein Nazi. Bei dem ist die Persönlichkeit im Arsch. Ey, der wünscht sich sicher, es wäre noch das deutsche Königreich am Start. Der sucht sich sicher direkt einen Haufen Juden und tötet gleich ein paar. Aber ich dachte mir nur, Jarambo, weißt aber schon, dass Hitler eigentlich Österreicher war. Und damit auch sein schöner kleiner Bart. Ey, oder gegen Maeve. Da sagst du deutlich und klar, ey, so eine... Aber ich würde sagen, der Hitlerbart steht doch trotzdem für Deutschland, oder? Ich meine, der hat hier das ganze Unheil angerichtet. Der Hitlerbart steht ja irgendwie trotzdem für Deutschland. Ne? Das ist jetzt nicht so ein crazy Fail. Widerwärtige Larve wie dich hätte man hier vor 70 Jahren sogar als Deutschen vergast. So, ja? Ich habe irgendwie das Gefühl, als ob du das mit Religion und Nationalität noch nicht ganz gerafft hast. Aber wenn man Jarambo fragt, wie es ihm geht, sagt er bestimmt auch, nee, heute ist Samstag. Herr Bongtegi hat natürlich auch das Talent so... Der ist ein guter Schauspieler, der hat auch, glaube ich, Schauspielstunden genommen auf jeden Fall. Also, der hat auf jeden Fall schon früh angefangen. Es gibt ja diese Werbeclips da, wo Bongtegi im Alter von, keine Ahnung was, Alter, 14, 15, 16, lass es sein, schon immer schauspielerisch irgendwie unterwegs ist. Das kann er natürlich, ne? Acten kann er natürlich, ne? Nee, heute ist Samstag. Das ist so eine, das kannst du gegen jeden bringen. Religion und Nationalität noch nicht.
So eine widerwärtige Larve wie dich hätte man ja vor 70 Jahren sogar als Deutschen vergast. So. Aber das ist gar keine unsinnige Line, oder? So eine widerwärtige Larve wie dich hätte man sogar als Deutschen vergast. Ich meine, man hat ja auch Deutsche vergast, die irgendwie, keine Ahnung, behindert waren, schwul waren oder so. Also das ist eigentlich nicht so unsinnig. So, ja? Ich habe irgendwie das Gefühl, als ob du das mit Religion und Nationalität noch nicht ganz gerafft hast. Aber wenn man Jarambo fragt, wie es ihm geht, sagt er bestimmt auch, nee, heute ist Samstag. So, das kann der wirklich gut. Ich sag mal so, Bongtegi live ist ein Biest, auf jeden Fall ein richtiges Biest, ein Powerhouse. So, der kann das wirklich hinkriegen, dass die Leute sich denken, was ist der Gegner für ein Spasti und so. Aber ich glaube, es gibt viele Battles, die, wenn du dir die von dem nochmal anguckst, wo du dir denkst, Digga, das ist gar nicht hieb- und stichfest. Kann man super leicht flippen. Oder jetzt zum Beispiel stellt der Jarambo als dumm da mit einer Aussage, die eigentlich gar nicht falsch ist. Und die Leute lachen den aus nach dem Motto, der ist ein Trottel, aber das ist eine Aussage, die eigentlich gar nicht falsch ist. Oder wie gegen Mikesh, das war wirklich die Krone der Dreistigkeit. Ich wiederhole mich jetzt noch zum dritten Mal, das war das letzte Mal, dass ich das sage. Dieses Ding mit, keiner kann eine Line von dir zitieren und macht aber wirklich den ganzen ersten Part nur Mikesh-Lines. Ja, ist wirklich krass. Ey, jeder Gegner disst dich als Rassisten und du bleibst in der Rolle, aber der Typ ist kein Nazi, Mann. Was? Die Juden waren ja auch deutsch. Ja, was macht die Line doch nicht unsinniger, oder? Julia Sky. Das ist ein nices Wort. Gibt's das schon, das Wort? Sehr ehrlich, Julia, gibt's das schon? Ich habe die Aussage aus einem anderen Blickwinkel interpretiert, als Taggy sie gemeint hat. Wie meinst du das? Ja, sogar als Deutscher hätte man dich vergast. So, und die Vorgabe war doch erstmal, die Juden müssen raus, oder nicht? Das ist jetzt schwer zu verstehen, weil es sind so sehr, sehr viele Kommentare. Okay, weil Juden keine Nationalität ist, oder was? Er meinte eben, dass Deutsche vergast wurden. Deswegen ist so, das sogar halt nichts wert. Ich glaube, so meint er das. Nicht Deutsche, oder was? Juden in Deutschland waren nicht deutsch, oder was? Deswegen sagt er ihm, dass das mit Nationalität und Glauben nicht ganz... Israelis und Juden. Okay, gut. Denke mal, es wird natürlich länger dauern. Wo kommt das denn jetzt her, Bomali? Wir sind ja voll bei Juden. Doch, Deutschland, Krieg, pipapo. Denke mal, dass Just-Chatting-Partnerschaften bei Twitch länger dauern, weil die inhaltlich prüfen, ob das alles legitim ist, was du machst. Wird schon gut gehen, solange keine Gäste bei dir Amok laufen. Okay, gut. Ja, egal, genau, weiter geht's. Scheiße, jetzt habe ich das Ding gewechselt. Nein, Mann. Du Hund. Ey, das ist einfach nur Stulle. Aber kommen wir zur nächsten Kategorie. Die Mutterlines dieses... Und damit auch sein schöner kleiner Bart. Ey, oder gegen Maeve. Da sagst du deutlich und klar... Ey, so eine widerwärtige Larve wie dich hätte man ja vor 70 Jahren sogar als Deutschen vergast. So, ja? Ich habe irgendwie das Gefühl, als ob du das mit Religion und Nationalität noch nicht ganz gerafft hast. Aber wenn man Jarambo fragt, wie es ihm geht, sagt er bestimmt auch, nee, heute ist Samstag. Nee, Zlatan-Show. Hast du gerade das Battle zwischen Gregpipe und mir angeguckt, da wirfst du ihm vor, dass die Ex von Ben Salomo abgegriffen zu haben. Mache ich auch, aber ich habe ein Ding, wo ich ihn auch so wie Bongtegi das macht. Ich piekse ihn so nach dem Motto, hast du mir nicht in Frankfurt erzählt, die Ex von Moloch Dilemma saß mal bei dir auf dem Schoß und er fällt voll drauf rein, so, und dann sage ich so, nee, irgendwas. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich es dann aufgelöst habe, aber es könnte sowas Ähnliches gewesen sein. Julia Sky, Momentertainer, was heißt das genau mal? Gab es auch noch eine Erklärung? Es gibt bei Google Tour Mom Entertainer.
Moment, Herr Tainer, super. Samstag. Was meint er mit der Samstaglein? Der sagt, der ist doof. Und wenn du Jarambo fragst, wie geht's dir, sagt er, nee, 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 heute ist Samstag. Einfach nur, weil er halt verpeilt ist. Ey, jeder Gegner disst dich als Rassisten und du bleibst in der Rolle. Aber der Typ ist kein Nazi, Mann. Ey, der ist einfach nur Stulle. Aber kommen wir zur nächsten Kategorie. Die Mutterlines dieses Hammer-MCs. Und es fällt auf, Jarambo ist erstaunlich schlecht informiert über die weibliche Anatomie. Gegen Notice, sagt er. Ja, ey, yo, Cologne, darf ich vorstellen, das ist Notice. Geboren im Rotlicht und schon seit dem Ausscheiden aus der ihn erzeugenden Klitoris erkannte man das... Was? Der ihn erzeugenden Klitoris? Ey, denkst du echt, wenn schwangere Frauen rumlaufen mit so einem Bauch wie Tine Wittler, dann ist das nicht die Gebärmutter, sondern der angeschwollene Riesenkitzel? Ja, das ist gut, Alter. Mit solchen Sachen, die solche Sachen killen immer. Geil gemacht, kann der wirklich auch super. Ja, das Beste haust du dann gegen Klepto raus. Ey, der Kitzler deiner Mutter ist nicht mehr schön rund, sondern hängt drunter. Darum heißt das bei ihr auch nicht G, Punkt, sondern G, Komma. Ja. Die Line klingt ja erstmal ganz witzig, aber warte mal. Du denkst, der G-Punkt befindet sich im Kitzler? Na, deine Frauen haben beim Paarungsakt bestimmt richtig Spaß gehabt. Mann, ich dachte, wenn du schon so viele Mütter fickst, dann wärst du wenigstens nicht so ein Loser im Bett. Aber du fingerst deine Frauen mit einem Teppichmesser, einer Blutwurst oder einem Thunfischbaguette. Mann, ich wette, dass du mit diesen kranken Fantasien nicht mal die ekligste Olle bei Tinder kriegst. Tja, kein Wunder, dass der immer nur Kinder fickt. Jetzt gerade denkst, oh Taggy, ey, jetzt zitiert er hier meine Lines und macht sich drüber lustig, das ist doch jedes Mal das Gleiche. Ja, dann erzähl halt nicht so viel Scheiße. Okay, das ist jetzt von Mavchick geklaut, ne? Zusammenfassend kann man sagen, die Anatomie von Delphi. Callback, wo war ein Callback? Wenn du schon so viele Mütter fickst, dann wärst du wenigstens nicht so ein Loser im Bett. Aber du fingerst deine Frauen mit einem Teppichmesser, einer Blutwurst oder einem Thunfischbaguette. Mann, ich wette, dass du mit diesen kranken Fantasien nicht mal die ekligste Olle bei Tinder kriegst. Tja, kein Wunder, dass der immer nur Kinder fickt. Das meint ihr mit Callback? Oh, Callback? Okay. Ja. Ja. Und wenn du dir jetzt gerade denkst, oh, Taggy, ey, jetzt zitiert er hier meine Lines und macht sich drüber lustig, das ist doch jedes Mal das Gleiche. Ich verstehe nicht, warum der das macht. Ich verstehe nicht, das ist einfach eine ganz, ganz billige Masche, eine Punchline von jemand anderem zu nehmen und die, und das ist auch keine gute Imitation, weil, dicker Mavchick, das ist keine Mavchick-Imitation, wenn er einfach nur so, keine Ahnung, Alter, das ist ja jetzt, man denkt ja jetzt nicht, man hört ja jetzt nicht da irgendwie ein Mavchick raus, was die Stimme angeht oder so, das ist, ich weiß nicht, ich find das billig, ey. Ja, dann erzähl halt nicht so viel Scheiße. Zusammenfassend kann man sagen... Das ist nicht deine, das ist Mavchicks Ding. Der kann. Die Anatomie von Delfinen ist schon ganz schön durchdacht. Ey, wenn die schlafen, schläft immer nur eine Gehirnhälfte und die andere bleibt wach. Dadurch bleibt selbst im Schlaf ihre Atmung intakt. Und ein offenes Auge gibt dem Tier vor möglichen Angreifern Acht. Worauf will ich hinaus? Naja, zum einen wollte ich, dass wenigstens einer von uns mal ein bisschen Bildung hier im Battle zeigt. Zum anderen wissen wir jetzt, dass 6 schlafende Delfine genau 3 funktionierende Gehirne mehr haben als du, wenn du deine Texte schreibst. Stopp! Du zeigst kleinen Kindern deinen Schwanz auf dem Bobbycar und steckst ihn rein oder zerstückelst deine Gegner mit einem Metzgerbeil zu Menschenfleisch. Ich glaube eher, du tust alles dafür, dass du im Gedächtnis bleibst. Doch ich bin auch ohne Image abwechslungs- und actionreich. Also bitte lass es gänzlich sein mit deinem so beschränkten Style. Du überschreitest so gerne Grenzen? Na dann sag doch mal deinem Intellekt Bescheid. Sehr gut. Ja, die Delivery als Referenz kann man machen, finde ich. Wofür? Aber wo ist der Punkt? Du klaust eine Delivery, um deine Punchline aufzuwerten. Nee.
Ah, okay, Zlatan. Hast du gefunden, oder was? Und hast du mir nicht in Frankfurt gesagt, Morlock Dilemmas Ex saß mal bei Partys bei dir auf dem Schoß? Nee, hab ich nicht. Ja, okay, stimmt, die Frage war doof. Okay. Also, bitteschön, Benno. Bitteschön. Da war ich kurz davor, dem Benno Props zu geben für eine Sache, die er etabliert hat, um herauszufinden, im Endeffekt, wer war es? Der Papa! Junge, Junge, Junge. Jemand was vorwerfen, eine Reaktion kitzeln und dann sagen, nee, Spaß. Junge, Junge, Junge. Ich sehe gar nichts eng. Ich sehe das korrekt, sehe ich das. Junge, Junge. Ich will auch nicht sagen, ich hab's erfunden, aber... Ja, hab's erfunden. Wieder. Bitteschön, Benno. Ein ganzer Partlagen, Nazi, Pädophil. Ist das dein Ernst, du halber Hoden? Ich muss mich bald auch von euch distanzieren, weil mit 5 Jahren seid ihr mir anscheinend zu alt geworden. Das ist ein geiler Konter. Okay, halber Hoden auf alt geworden ist crazy, aber der Konter ist nice. Mal richtig an. Anti-Collard, das Hallo stimmt. Hallo München. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alex Baut. Unser heutiges Thema. Die picken beide bei dem anderen immer so Scheißsachen raus. Ich meine, das, was Bongtegi gegen VT gemacht hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bongtegi kocht oder irgendwie so eine Scheiße. Und der nimmt sich das. Mann, da gibt's doch viel geilere Sachen. Die nehmen sich nicht gute Sachen von den Gegnern raus, die irgendwie lustig sind, ey. Wird sich damit beschäftigen, dem... Weil man weiß ganz genau, Jarambo kann sowas nicht. Der kann keine Leute nachmachen, der kann nicht lustig. Aber fangen wir noch... Ja, Uli, Dicker, haben wir gerade aufgelöst. Aber danke dir auch nochmal fürs Recherchieren auf jeden Fall. Der Kollege hier, wer war das nochmal? Zlatan hat's gerade aufgelöst. Mal richtig an. Der Konter war safe, nicht vorgeschrieben. Nee, das ist ein Freestyle-Konter auf jeden Fall. Hallo München! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alex Baut. Unser heutiges Thema... Genau, es war deswegen nicht vorgeschrieben, weil halber Hoden. Wenn du vordenkst, vorschreibst, machst es ein bisschen sauber als halber Hoden alt geworden. Thema wird sich damit beschäftigen, dem Benno hier mal ein bisschen unter die Fassade zu schauen. Mit Fassade will ich sagen, es geht hier unter die Haut. Denn was haben wir denn da? Da sind ja schon Spuren vom Fresh Polacken. Gut, die sind schon etwas verstaubt, aber modernisiert wird hier scheinbar immer wieder von SSIO, Mighty Mo, Brain Damage und Papi Schlauch. Das ist ja nichts Eigenes, Benno. Hör mal, das ist echt nicht heldenhaft. An der Stelle gebe ich mal ganz kurz Props an Tom. Respekt, wer es selber macht. Und apropos Tom. Ich glaube, ich habe Tomaten auf den Augen. Die stützen ja nur... Ja, man macht die aber nicht so unsauber, glaub mir. Ja, hab mich auch gerade erinnert. Aber ich will mich auch nicht wiederholen jetzt. Bleiben wir mal bei Tomaten stehen. Fremde Gerüste und trotzdem machst du auf Selfmade? Du hast wohl nicht mehr alle Latten am Zaun. Weiter ziehen den Weg Richtung Hölle. Für ihn den Highway to Hell Weg. Ey, je nach bekommst du Fragen gestellt und die nur fremde Gerüste und trotzdem machst du auf Selfmade? Du hast wohl nicht mehr alle Latten am Zaun. Weiter, verstaubt, aber... Das macht ja wirklich ein Baumarkt-Scheme, oder was? Modernisiert wird hier scheinbar immer wieder von SSIO, Mighty Mo, Brain Damage und Papi Schlauch. Das ist ja nichts Eigenes, Benno. Hör mal, das ist echt nicht heldenhaft. An der Stelle gebe ich mal ganz kurz Props an Tom. Respekt, wer es selber macht. Und apropos Tom... Ich glaube, ich habe Tomaten auf den Augen. Die stützen ja nur fremde Gerüste und trotzdem machst du auf Selfmade? Du hast wohl nicht mehr alle Latten am Zaun. Weiter ziehen den Weg Richtung Hölle. Für ihn den Highway to Hell Weg. Ja. Ey, hiernach bekommst du Fragen gestellt und die ganze Szene kaut dir ein Ohr ab. Dabei hört Benno verzweifelt Cry Me a River und der heult uns ein Horn, Bach. Digga. Wartet ganz kurz.
Oh nein. Habe ich es jetzt... Ich habe es extra noch geschnibbelt. Die Datei kann nicht wiedergegeben werden. Das Dateiformat wird nicht unterstützt. Es ist doch in... Och nee. Okay, M4A-Datei. Was soll das denn auch sein, Alter? Scheiße. Das wäre so schön gewesen. Ich habe es in der falschen Datei gespeichert. Scheiße. Ich habe extra das rausgeschnitten mit... Buh! Ey, das ist jetzt echt scheiße. Extra für euch rausgeschnitten. Das gibt's doch nicht, ey. Der ist scheiße, ey. Die Mareike, Alter. Die Mareike, ey. Die Alnatura Mareike, ey. Der ist scheiße, echt. Das ist wirklich sogar im Takt, ne? Der ist scheiße, echt. Ja, da hat wohl jemand beim Comedy-Stream nicht richtig aufgepasst. Ja? Der Comedy-Stream war ein richtig persönliches Ding. Da habe ich richtig alte Sachen von mir selber gezeigt und ein paar Aufnahmen, ein paar Tonaufnahmen, ein paar Videos und so. Also wer von euch beim Comedy-Stream dabei war, das war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall krass. Ich kenne in Prag Ticker, die wissen, Kunst drauf geht für viele mit Bau aus, also schlachtet dieses Vieh. Du kennst mich nicht, doch suchst du mich im Netz, stellst du fest, dass ich spinne und du zitterst, als hättest du Arachnophobi. Ja, zum Aufwärmen. Oh mein Gott! The Reach God! Das ist ein Samurai! The Reach God, ich muss Obi. Ich hab Baumärkte. Was kann man da machen? Arachnofo Obi! Perfekt, Alter. Dank dir. Das ist wirklich crazy. Das ist wirklich crazy, Alter. Boah, vielleicht war das wirklich... Ja, das Gesicht kann man wirklich mal posten jetzt, ne? Alter Falter. Boah, ist das krass. Ich höre, Bongtegi senkt sich noch so. Damn, Alter. Warum bin ich nicht drauf gekommen? Boah, Alter, das ist rich, ja, Mann, das ist, boah, Junge, ohne Spaß, ey. Ich habe schon viele Leute nach einigem Greifen sehen, aber das ist wirklich ohne Spaß. Das ist Dalsim, Junge, Dalsim, ganz leid. Boah. Suchst du mich im Netz, stellst du fest, dass ich spinne und du zitterst, als hättest du Arachnophobi. Ey, und ich schwöre, ich mag den sogar, ne? Ich aber immerhin mal wieder ein Scheme. Nein, Bruder. Arachnophobie, ne, oder? Also, das ist ja, boah. Das ist wirklich wieder, da muss ich einmal ganz kurz für euch den legendärsten Reach aus den Staaten einmal ganz kurz raussuchen. Geht auch schnell, das geht auf jeden Fall schnell. Safe, versprochen. Aber das ist auf jeden Fall das Äquivalent zu dem legendärsten, zu dem, ich zeig's euch kurz, jetzt machst du es auf langsam, warte kurz. What? Einstellung, bisschen schneller. Geil.
Warte kurz. Wartet kurz. Ich muss das kurz das Äquivalent zeigen zu dem, das ist, Off the tech! Fuck, if I'm... I can look at you and see his bullets are rain from, a Beretta umbrella. Okay, da ist er. Ich hab ihn. Das Äquivalent, also ich würde sagen, ich weiß nicht, ob ich in Deutschland schon mal einen schlechteren Reach gehört habe als, Baumarkt-Scheme. Ich muss irgendwie auf Obi kommen. Arachnophobie. So, wir holen uns kurz nochmal an. Fragen gestellt und die ganze Szene kaut dir ein Ohr ab. Dabei hört Benno verzweifelt Cry Me a River und der heult uns ein Horn, Bach. Digga. So, und da war schon so... Ich kenne in Prag Ticker, die wissen, Kunstraub geht für viele mit... Ich kenne in Prag Ticker. Ticker. Praktiker ist auch noch... Bau aus, also schlachtet dieses Vieh. Du kennst mich nicht, doch suchst du mich im Netz, stellst du fest, dass ich spinne. Und du zitterst, als hättest du Arachnophobi. Naja, zum Aufwärmen fick ich dich mit... Bongtegi verzieht keine Miene. Der verzieht keine Miene. Und hier ist der... In 33 seconds, nigga, that's Tracy Mug. Been architect. I can freestyle. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er, Alter. Dat! Pound! Chris Mountain, danke dir erstmal für die 7 Euro auf jeden Fall. Demut, doppelte Demut in den Chat. Kannst du mal die ersten 8 Lines von Tolstocks erste Runde gegen Kid Soldier zeigen, wo Tolstock behauptet, das Scheme des Jahres gekickt zu haben? Können wir auf jeden Fall später machen, aber erstmal muss ich dir die Arachnophobie-Line aus den Staaten zeigen. Ja, der gute Regenschirm. Passen, ein paar Leute kennen es, geil. Er kommt aus dem Text raus und sagt, I can freestyle-like. Stimmt, Alter. Das ist gar nicht mit dem von Jarambo vergleichbar, weil das ist nicht mal geschrieben, das ist gefreestylt. Ist zwar so das Paradebeispiel für den Reach, aber das ist ja sogar noch gefreestylt, Alter. I can freestyle an OG like, fuck, if I'm vexed, bullets are rain from umbrella. Bullets can rain from umbrella. Rain, umbrella, Regen, Regenschirm. You ain't even catch that. Bullets are rain. Du hast es nicht mal verstanden. Juna, du hast nicht mal verstanden. Was für Umbrella? You can even catch that. Bullets are rain from a Beretta. Umbrella, a Beretta. Eine Beretta. Schießgewehr, keine Ahnung, wie die Pantomime dazu ist. Umbrella, a Beretta. Obi, Arachnoph, Obi. Das ist unglaublich, Alter. You ain't even catch that. Bullets are rain from a Beretta. Und er dreht sich um nach dem Motto, ist das sein Ernst? Sein Ernst? I pray to my Lord. Scheiße, auf jeden Fall. Dart, auf jeden Fall. Spitzname Reach Guard. Überragend. Was für ein Donation Goal? Wie? Er greift nach den Sternen, ja, Mann. So. Baumärkten, du kleiner Spast. Nicht VT, sondern du bist wie dieser Maulwurf mit dem Haufen auf dem Kopf. Denn immer, wenn man dich trifft und dir zuhört, fragt man sich am Ende nur, von wem du die Scheiße hast. Ja, Umbrella, Regenschirm. Beretta ist eine Schusswaffe. Ja, das hab ich doch, hab doch ganz anders gesagt. Hab ich doch gesagt, Alter. Hä? Es geht nur darum, dass sich das nicht gleich anhört. Umbrella. Beretta. Ist aber egal. Guckt euch die Ami-Battles an. Donation Goal, bitte. Wofür? Was ist denn das? Ein Stream Deck. Wofür brauche ich denn, was ist ein Stream Deck? Wofür brauche ich das? Sag mir mal bitte, wofür ich das brauche.
für Perfektion zum Szenenwechsel, like Stefan Raab, kann ich da auch Sounds drauf spielen und dann einfach so, buh, das ist scheiße. Das kann ich machen, kauf einfach. Alles, Szenenwechsel, Nippel, wartet mal ganz kurz. Ich schwöre, ihr schaufelt euch euer eigenes Grab. Wenn ich so ein Ding hab, ich lad das voll mit Sachen, ne? Ihr wisst, ihr kennt mich. Ihr wisst ganz genau, das Ding wird vollgeladen. Da kommt Buh! Arashnuf Obi. I'm a Beretta. Bist du behindert? Das kommt einfach. Ich mach dann hier, das wird richtig anstrengend für euch. Das wird richtig anstrengend für euch. Junge, ihr seid selber schuld. Dank mir später. Okay, ihr seid selber schuld, wie gesagt. Wo ist das jetzt hier? Selber schuld. Ich schwöre, selber schuld. Dumm von euch. Weil das wird richtig Techno-Party dann hier. Weißt du, was ich da drauf spiele? Ich liebe doch sowas. Je mehr Knöpfe, ihr könnt beten, dass da nicht viele Knöpfe dabei sind. Ohne Spaß. Jeder Knopf wird mit Stefan Raab. Kann nach Hause gehen. Ohne Spaß. Maschendrahtzaun. Mach ich auseinander. Was kostet der Schinken hier? 44. Wenn du nicht damit ausrastest, sind wir enttäuscht. Ihr habt gar keine Ahnung, ihr kennt mich wirklich nicht. Ohne Spaß. So ein Ding fickt euer Leben demnächst. Ohne Spaß. So, lass mich mal ganz kurz gucken hier. Selber schuld. Schwöre, selber schuld. Lass mich mal kurz nochmal gucken. War das hier? 32 Keys, Alter. Junge. 32 Knöpfe. Ich schwöre, ihr werdet auf jeden Fall entfolgen dann. Da wird es auf jeden Fall, Subs wird weniger geben. Es wird so anstrengend, das zu gucken. Safe. Wie heißt das Ding hier? Stream Deck. Zum Glück ist Smalls und hier der andere Kollege, zum Glück sind die schon schlafen, sonst wäre das jetzt innerhalb von einer halben Stunde schon durch, das Ding. Safe. Aber halt zum Glück wäre auch geil. Was haben wir? 5. Fertig? Ist fertig? Hab ich doch. Junge. Wartet kurz. So, bist du behindert? Ob du behindert bist, hab ich gesagt. Ich bedanke mich sofort. Einen Moment. So. Ja. Seid ihr bescheuert, Alter. Schau mal für das Stream Deck. Jetzt ist das noch nicht mal. Ist der Zehner von dir nicht mal mehr mit drin. Unter 23. Herzlich willkommen in der Battlemania Champions League. Ja. Challenge accepted, ja. Ey, ohne Spaß. Ihr habt wirklich keine Ahnung. Also, ihr habt Ahnung natürlich, sonst wärt ihr nicht in diesem Stream hier dabei, aber. Ich habe demnächst hier so einen Kasten stehen und kann dann, ich will gar nicht so viel verraten, aber ich kenne mich und ein paar von euch kennen mich auch mittlerweile. Ihr wisst ganz genau, nächsten Sonntag klingelt das hier richtig. So. Muss mir nur einer erklären, wie das Ding funktioniert. Ey. Also, 31 haben wir schon mal. Aber von Django Longo, das Ding müssen wir hier schon mal für das Stream Deck. Ich freue mich schon drauf. Django Longo, auf jeden Fall, dank dem als doppelte Demut auf jeden Fall. Patsch, patsch. Hier schon mal für das Stream Deck. Ich freue mich schon drauf. Django Longo, danke dir vielmals für die Spende auf jeden Fall. Mr. Incredible. Willkommen in der Battlemania Champions League. Ey, Julia, kann das sein? Ich meine, du bist ja jetzt mit dem Jordi, so, ne? Hat er dir ein bisschen was von seinem Gewinn heute abgegeben, oder was?
Mr. Incredible, Challenge accepted. Challenge accepted. Auf jeden Fall, Patsch, Patsch, doppelte Demut. Julia Sky, dank dir für 25 Euro. Lasset die Spiele beginnen. Doppelte Demut. Machen wir auf. Ey, kann ich. Ich würde jetzt auch gerne weitermachen. Stefan Grab, sein Urgroßonkel mit dem Soundgedöns-Dings. Ohne Spaß, ihr habt keine Ahnung. Abby, 22, dank dir für den Sechser, den du gespendet hast. Doppelte Demut auf jeden Fall. Ohne Spaß, ihr habt keine Ahnung. Nee, das Überschussgeld vom Balkon geht auf jeden Fall in dieses große Merch-Projekt. Das wird ja noch. Und das werde ich aber auch so machen, dass ihr auf jeden Fall die Ersten seid, die daran, ja, eigentlich auch mit Rabatt, muss ja sein, weil ihr so geil mitmacht. Dass ihr die Ersten seid, die da wirklich, die da drankommen an die Dinger. Lasst euch überraschen, das wird auf jeden Fall dick. Dick. Ja, die sagt, was sagt die nochmal? Ja, die sagt, nee, der ist scheiße. Herzlich willkommen in der Battle. Ne, der ist scheiße, echt. Das sagt er. Ja, ihr habt keine Ahnung, Alter. Irgendwann, es kommen ja auch die Safety-Shirts mit Demut, Demut des Grauens. Wir arbeiten noch an so einem Samurai-Ding, was und dann das andere Ding, was ich noch in Planung habe, wird noch. Davon hat keiner einen Plan. Glaub mir. Herzlich willkommen in der Battle Mania Champions League. Junge, Junge, Junge. Okay, nice, kaufe ich alles. Danke dir für die Antworten. Ach so, stimmt, ich habe es gar nicht, ich bekomme es gar nicht mit, das ist alles ein bisschen viel gerade. Luca, mein Lieber, danke dir vielmals, Alter. Du übertreibst auch komplett deine Rolle. Doppelte Demut auf jeden Fall für Luca, für den Zwanni, danke dir vielmals. Colonel 4711, danke dir vielmals für den Zwanni. Gönn dir das Stream Deck. Mach ich auf jeden Fall, das wird ja heute noch bestellt. Bist du behindert? Oktober! Chris Mountain, 18, danke dir vielmals für 18 Euro. Lass Marvin bitte ein paar Knöpfe aussuchen. Wenn ich 32 Knöpfe habe, kann der Marvin richtig froh sein. Bist du behindert? Richtig froh sein. Da kann der Marvin richtig froh sein, wenn er einen Knopf bekommt. Einen Knopf, mehr gebe ich dem nicht. Das ist mein Reich. Und ihr wisst, ich bin ein Egomane, ich hab den Gotteswahn, ich halte mich für nicht kritikfähig, ich bin der Allmächtige, nur ich, nur meine Meinung. Marvin bekommt einen Knopf, wenn überhaupt. Chris Mountain, danke dir, wie gesagt, nochmal für den 18er. Doppelte Demut für Chris Mountain. Nee, Junge, Junge. Ich glaube, der Jordi hat ein paar Leute bestochen, Alter. Der meinte bis 23.30 Uhr. Smatter, danke dir vielmals für 13 Euro. Geile Zahl auf jeden Fall. Schon mal vorab für Jordis Technik-Seminar. Danke dir für den Content. Ich weiß gar nicht, ob der mir da was beibringen muss. Ich weiß gar nicht, ob der das selber kennt oder kann, aber ich weiß ganz genau, ich fuchse mich in diesen scheiß Kasten so rein, dass hier nächsten Sonntag alles klingelt. Ich weiß das. Vertraut mir, das wird ekelhaft. Dann können die anderen, dann können sich noch ein paar Streamer auf jeden Fall an meinen Ideen ergötzen. Majin, Vegeta, was ist das? Spaß. Zehner, hol dir direkt zwei Streamdecks. Nee. Danach ist euch erstmal gut hier. Doppelte Demut auf jeden Fall für den guten Majin. Ja, bedienungsfreundlich. Selbst wenn es nicht bedienungsfreundlich ist, ich mach Jordi, ganz ruhig. So, zurück zum Thema. Wie sind wir drauf gekommen, Alter? Arashnuf Obi. Genau. Vegeta ist von Star Wars. Ich weiß doch ganz genau, dass der mit der schwarzen Maske, der sagt, ich bin dein Vater. Weiß ich da. Ja, ey, Montana, Dicker, ihr braucht mir auf jeden Fall nicht keine Vorschläge machen, was alles auf diese Knöpfe drauf muss. Ich glaub mir, ich habe ein Sammelsurium von diesem ganzen Ding in meinem Kopf. Sowas kann ich mir merken auf jeden Fall. Und das, was du geschrieben hast, kommt safe da drauf. Das wird so nice, Alter. Boah, so, bist du behindert? Ich darf nur nicht übersteuern. Oh, Japaha, mein Lieber, Japaha 90 spendiert hier das Grauen sowieso seit auch schon locker ein paar Wochen. 10 Euro, danke dir vielmals. Doppelte Demut. Ein Streamdeck für dich, eins für Marvin. Ja, Marvin muss gucken. Wenn der da weiterhin vor 100 Leuten im Stream kocht, dann wird das nichts. Aber wenn er ab und zu mal hier beim Papa vorbeischaut und Merch verlost, dann machen wir das. Jordi Blaschko, du kannst ihm vielleicht auch mal das Programm Chatty
näher bringen. Damit kann man den Twitch-Chat etwas besser beobachten und sich auch bestimmte Nachrichten, Schlagworte... Oktober! Striker, gönn dir den Klimperkasten, Samuel. Ja, du sagst das so, aber es wird auf jeden Fall ein Klimperkasten. Safe. Das ist ein richtiger Klimperkasten. Ich brauche, glaub mir, wenn von den 32 noch so ein paar übrig bleiben, frage ich euch auf jeden Fall auch. Safe. Bevor ich jemand anders frage. Bestimmt so 5 könnt ihr auch mitbestimmen. Aber ich weiß ganz genau, ich werde so viele Ideen haben. Ich werde so viele Ideen haben. Und was auch immer BBTV bedeuten soll, Meister Judas, ich habe keine Ahnung. Aber zurück zum Wesentlichen. Wir waren nämlich hier. Bei dem, ich glaube, das ist noch schlimmer als, Notice nicht ein ganz schlimmes Ding in seinen Fischbars? Notice hatte mal ein Fischscheme und da war ein ganz schlimmer Reach auch drin. Ich weiß aber nicht mehr genau, was es war, ey. Django Longo, bitte keine Vorschläge. Wenn mir noch Knöpfe fehlen, ich frag euch safe, aber glaub mir. Junge, jetzt ist... Saad Dine gebe ich Saad Elle. Henry, sorry. Geil. Jagdsaison und ich gebe einen Fick auf den Gemüse gab's auch, ja. Piratensohn. Ey, Bong Taggy ist zu 100% dass ich spinne und du zitterst, als hättest du Arachnophobi. Ja, zum Aufwärmen fick ich dich mit Baumärkten, du kleiner Spaß. Nicht VT, sondern du bist wie dieser Maulwurf mit dem Haufen auf dem Kopf. Denn immer wenn man dich trifft und dir zuhört, fragt man sich am Ende nur, von wem du die Scheiße hast. Junge, jetzt ist Jagdsaison und ich geb einen Fick auf den Piratensohn. Ey, Bong Taggy ist zu 100% erfunden und geklaut. Du verkörperst das hier zu 0% auch als Privatperson. Deshalb wolltest du auch nie deinen bürgerlichen Namen erwähnen, ha? Benno Gerlach. Google. Sag ihm! Den mal und dann checkt seine Biografie, verdammt. Von der Geburt bis zum Schulabschluss. Erfolge, Niederlagen, Zitate und Familienstand. Und dass deine Bonzeneltern dir bis heute alles Materielle geschenkt haben, zeigt auch, die hatten für dich weder ein Herz noch Liebe, Mann. Denn das ist nur das Spiel der Reichen und Schönen, wo man nur Kinder in die Welt setzt, um sich mit seinesgleichen daran zu messen, wer seinem Bike mehr bieten kann. Yeah. Mehr bist du nicht wert. Ja, verlieren kennt er nicht, denn schon von klein auf warst du erfolgreich in der Schule, bei Leichtathletik und mit deiner Guitar Hero Garagenband. Ich wette, du hast dich an deinen Geburtstagen noch nie mit deinen Freunden in den Park gesetzt, denn bei den Gerlachs gab's ein Gartenfest. Ja, zu 100% hatte dieser Privatpatient in der Kindheit als erstes ein Smartphone, ein Pad und als Einzelkind ein Zweitagenbett. Man nur in der Schule ist man halt nicht sonderlich beliebt, wenn man mit Kleidung rumläuft, die aussieht wie nachgeäfft von Art Attack. Ach, jetzt habe ich Schule gesagt. Du warst ja auf einer Stiftung. Digga, schreibt man da überhaupt Klausuren oder macht man da nur Warentests? Hey, und so ein Vogel kommt heute an mit hartem Rap. Junge, mach nicht auf Tupac. Was du machst, klingt wie Kabarett. Solche Parts schreib ich beim Stuhlgang. Guck mal, du hast keine Geschichte, keine Highlights, keine Tiefen. Nicht mal einen Eintrag bei Schufa. Junge, du bist hier sowas von falsch. Ja, Mann! Du hast nicht mal einen Schufa-Eintrag. Mann, dass mir das nicht ohne Spaß... Scheiße. Das kann ich gegen Meidi ja auch nicht bringen, ey. Das wäre mal eine Line gewesen, Alter. Digga, du hast... Was willst du von mir? Du hast nicht mal einen Schufa-Eintrag, Alter. Das wäre jetzt auch nicht so ungefähr gebeitet von... Wäre jetzt auch nicht unbedingt gebeitet von Gospel gegen Pille. Digga, du bist so hässlich, du kommst noch nicht mal in die Schufa rein. Aber das ist wirklich... Das ist ein geiles Ding, Alter. Wow. Nee, voll nicht, deswegen, Alter. Schufa, Junge, du bist ja sowas von falsch. Normalerweise müsstest du dich gerade fühlen wie ein Glurak. Aber Bong Taggy, guck mal, du sagst, du findest solche Engels lächerlich gegen Personen wie Bong Taggy, der behauptet, nie Straße zu sein. Als wäre es etwas, wofür man sich schämen muss, wenn die Eltern einen guten Job haben. Stimmt, ist auch nicht, aber Bong Taggy ist das trotzdem unangenehm. Ey, wenn ich ohne Spaß, wenn ich Bong Taggy, und ich, zum Glück bin ich es nicht, aber wenn ich Bong Taggy wäre... Glaub mir, das erste ernsthafte also bevor ich mich gebettelt hätte, safe, erst hätte ich angefangen und erste Runde gesagt, okay, meine Eltern, Edge hat den Eminem gemacht so, oder den clever eingebaut, nach dem Motto, ja, meine Eltern haben Geld, trotzdem, ich trage No Name, ich chill hier, ich spiel da Playstation mit Leuten, pipapo, direkt Wind aus den Segeln nehmen, weil man weiß halt einfach, wie unangenehm ihm das ist. Überleg dir mal bitte, ich muss nochmal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, auch wegen 3 Bier und dem ganzen Geld, was heute geflossen ist und dem neuen Stream Deck. Pass auf,
und dem neuen Balkon. Ey, ohne Spaß, ich muss mir jetzt mal was sagen. Ich habe es wahrscheinlich schon mal angedeutet, aber ich muss es kurz erzählen. Wisst, ey, ohne Spaß, der schlechteste Real Talk Part aller Zeiten von Bongtaggy. Ein Real Talk Part, wo du sagst, ja, ich war auf einer Privatschule. In der Battlemania Champions League. Drinitus, sofort. Ich war, Real Talk, ich war auf einer Privatschule, die anderen hatten Scheine im Portemonnaie und ich hatte nur Kleingeld. Die anderen wollten Golf spielen und ich wollte Verstecken spielen. Was ist das für ein Real Talk Part? Wie schlecht ist das? Dann halt doch die Fresse und mach gar nichts darüber. Oder sei ein bisschen selbstironisch. Sowas verrät halt voll viel über den eigenen Kopf. Wenn du denkst, mit sowas konntest du einen Gegner vor, boah, ohne Spaß. Ja, aber auf der Privatschule, dann haben meine Eltern mich auf eine Privatschule in Dahlem geschickt. Dann mach doch lieber den Arroganten. In der Schule war ich so, aber jetzt bin ich am Kiffen und trag hier diese komischen Hemden und No-Name und mach hier Playstation. Nimm das doch selbst auf die Schippe, aber doch nicht so einen Real-Talk-Part. Ohne Spaß, das ist der schlechteste Real-Talk-Part aller Zeiten. Aller Zeiten. Der cleverste Typ, Hut ab vor seinem, was der auf der Uni macht, wem der was beibringt, Bombe. Aber Battle-Rap-Taktik hat er erst nach 5 Jahren gerallt. Ohne Spaß, Alter. Was ist das für ein... Ich reg mich da so drüber auf, ne? Und ich habe das Ding ja klar gewonnen. Trotzdem regt mich das auf, dass jemand auf die Idee kommt, das könnte ein guter Engel sein. Was soll das? Bevor er erzählt über mich, erzähle ich mal über mich selber. Meine Eltern haben mich auf eine Privatschule in Dahlem geschickt. Alle hatten Scheine in den Portemonnaies, aber ich hatte nur Kleingeld. Oh ja, hattest du auf der Privatschule nur Kleingeld? Herzzerreißend. Die anderen haben Golf gespielt und ich wollte Verstecken spielen. Nee, oder? Wirklich? Schade, ey. Hart. Ohne Spaß, Jay Roman, so schlecht war der gar nicht. Guck dir den an, Alter. Grausam war das. Grausam. So, erst aufregen, dann bedanken. Also, Morre92, danke dir für den Sub auf jeden Fall. Abracadaniel, danke dir vielmals für den Fünfer. Auf jeden Fall Demut. Patsch, hol dir lieber ein Tablet und kein Stream Deck. Kannst mit dem Tablet mehr machen. Na, ich will jetzt so ein Stream Deck haben. Sieht geil aus. Drinitus 22 Euro. Danke dir vielmals. Doppelte Demut auf jeden Fall. Patsch, patsch. Wehe, mir werde next Stream mit Sounds überhüft. Julia Sky hält langsam aber sicher den VIP verdient. Sehe ich genauso. Ich muss mit der Julia nochmal auf jeden Fall darüber quatschen, ob die überhaupt Bock drauf hat. Weil kann ja auch sein, dass die als First Lady ein bisschen undercover bleiben will. Serkan, mein Lieber, 3 Euro, danke dir vielmals. Freue mich übelst auf die kommenden Streams. Kranke Samurais, sowieso. Safe, kranke Samurais. Nein, Bongtaggy guckt nicht zu, weil Bongtaggy hat nicht mal meinen Song gehört, den ganz Hip-Hop-Deutschland gehört hat und verflucht hat. Nicht mal den hat der gehört. Deswegen kann der auch niemals diesen Stream gucken. Also, alles gut. Junge. Ich mein, ich hab mir deine Abschlussklasse nicht auf Tupac, was du... Aber der Retour-Part von Jarambo ist wirklich auch nicht so, das ist, nee. Du machst, klingt wie Kabarett, solche Parts schreib ich beim Stuhlgang. Guck mal, du hast keine Geschichte, keine Highlights, keine Tiefen, nicht mal einen Eintrag bei Schufa. Junge, du bist hier sowas von falsch. Nicht mal... Er ist in München mit keinem Schufa-Eintrag falsch, der ist ja voll richtig. Der ist in München voll richtig. Ein Eintrag bei Schufa, Junge, du bist ja sowas von falsch. Normalerweise müsstest du dich gerade fühlen wie ein Glurak. Ich mein, ich hab mir deine Abschlussklasse. Wie ein Glurak. Ich mein, ich hab mir deine Abschlussklasse in meinem Internet angeschaut. Da gibt's 50 Deutsche, davon 10 mit Adelstitel, aber nicht ein Ali und Murat. Und genau aus diesem Grund gab's auch fast ein Blutbad, als du, dumme Wurst, dich hier oben hinstellst und meinst, du bist der King auf der Turmstraße. Du doof, Alter, gar nichts bist du. Ja, dann stellst du dich auch immer... Nochmal dieses Turmstraßending. Hat er das schon durch? Immer wieder, da wie ein Bitches den Pimmel in die Ritze schieber. Dabei warst du immer nur ein pickeliger 24-7 FIFA-Spieler, dessen Akne aussah wie das Skittles-Fieber. Was ist mit dir, Benno?
dann sagst du, das hier wird vorerst dein letztes Battle. Wäre besser, wenn du nie wieder kommst oder gleich stirbst. Denn ich hab denen eh gezeigt, wer du warst, wer du bist und wer du immer sein wirst. Du bist charakterlos. Also im Endeffekt ganz genau wie 99% der restlichen Fehlgeburten. Und genau aus diesem Grund, Benno, bezeichnen dich sogar Plattformen wie hiphop.de in ihren Artikeln als Battle Raps Leverkusen. Und zum Abschluss des Battles, Mobber gegen Pausenclown, wollte ich eigentlich in die Eier boxen, denn wer baut, der haut. Aber ihr habt gesehen, der Rap am Mittwoch, Menderes. Yes. Kennst du das Lieblingsessen deiner Mutter? Eiersalat. Spaß. Spaß. Ich vergreif mich doch nicht an solchen Lappen, du Honk. Nein, ich scheiß auf dich. Ich richte meine letzten Worte an meinen nächsten Gegner und somit mein wichtigstes One-on-One. Nidal, glaub mir, ich mach das so wie Ratar und hol mir das Gold mit nach Bonn. Check mein letztes Jahr mal aus. Merlin, Team Reiben, Klepto, David Jones und jetzt auch noch Bong und du? Ja, ihr seht schon, der Champion ist in Form. Ach, ich hab diese Schlacht schon längst, bevor sie überhaupt begonnen hat, gewonnen. Time. Ja, ja, ist auf jeden Fall von beiden halbherzig. Von Jarambo noch ein bisschen halbherziger, glaube ich. Oder vielleicht ist dasselbe Level der Halbherzigkeit bei Bongtegi einfach immer noch mehr, immer noch besser. Aber so richtig ernst genommen hat das keiner. Letzte Runde, Bongtegi. Bitte nochmal Konzentration. Alle ruhig sein, bitte. Freestyle-Konter. Ich kann's immer noch nicht glauben. Die Leute sehen uns heute hier als Headliner zu. Der Rapper Mittwoch Menderes gegen den unangefochtenen Chef im Binu. Und jetzt bist du auch noch der Favorit, denn du warst in... Ganz kurz. Was hat der gerade gesagt? Ja, vielleicht habe ich mich darauf verhört. Aber ich muss noch mal ganz kurz zurückgehen. Ich kann es immer noch nicht glauben. Die Leute sehen uns heute hier als Headliner zu. Der Rapper Mittwoch Menderes gegen den unangefochtenen Chef im Binu. Und es hört sich immer noch so an. Ich probiere aber nochmal. Der Rapper Mittwoch Menderes gegen den unangefochtenen Chef im Binu. Und ist immer noch, ey. Ist komisch. Probiere nochmal ganz kurz. Der Rapper Mittwoch Menderes gegen den unangefochtenen Chef im Binu. Und jetzt bist. Also was ich da höre ist, der Rapper Mittwoch Menderes gegen den unangefochtenen Chef im Binu. Hört sich erstmal so, den unangefochtenen Chef im Binu. Hört sich jetzt erstmal so an, als hätte der zu dem Zeitpunkt die drei A Cappella-Matches, die der im Binu hatte, nicht allesamt verloren. Kann aber sein, dass auch... Ich muss nochmal ganz kurz... Der Rapper Mittwoch Menderes gegen den unangefochtenen Chef im Binu. Und jetzt bist... Der unangefochtene Chef im Binu. Naja, sowas könnte mir, glaube ich, nicht passieren, ey. Das könnte mir nicht passieren. So weit an der Realität vorbei... Ich bin Cynic. Vor dir steht eine Kante, wie es keine zweite gibt. Sowas könnte mir nicht passieren. Hier steht Cynic. Der Typ, der auf Berlins Straßen schon jeden zerfetzte. Ich bin Cynic. Ich behalte immer meine Texte. Was könnte mir nicht passieren, glaube ich. Bist du auch noch der Favorit, denn du warst in deinen letzten Battles so gut, ja, das ist echt verkehrte Welt, wie ein Drache mit einem Jack Dragon Tattoo. Ja, oder verkehrte Welt, wie, dass du der unangefochtene Chef im Binu bist. Weißt du, du hattest recht. Wir hatten beide schon ein Rematch. Du gegen Clap, ich gegen Cynic. Aber witzig ist, was dazu andere sagen. Ey, unser Match halten manche für das beste deutsche Battle aller Zeiten. Safe. Richtig. Lag bedingt an dir, aber richtig.
Wogegen ich mich bei eurem nur gefragt habe, seit wann Männer jetzt eigentlich Handtaschen tragen. Und was ihr euch da vorgeworfen habt, ne? Nein, du fickst Minderjährige. Nein, du fickst Minderjährige. Alter, was für Idioten. Ey, noch peinlicher wäre echt nur so eine Plastikpistole. Ich hab's aber, glaube ich, live auch gefeiert. Live ist sowieso nochmal was ganz anderes. Rambo, bevor ich dich... Ja, eine Runde hat er dazu beigetragen. Safe. Die erste ist... Pff, Junge, alles vorbei. Raffitter, Mann! Nee, im Ernst, Dicker. Ey, das war echt eine geile Aktion. Ey, Fremdscham, sein Vater, Mutter. Als wärst du Fremdscham, sein Vater und Mutter in fast einer Person. Aber apropos Fremdscham. Bei Two on Twos sieht man dich neuerdings ja mit T-Way am Battle. Du warst... Okay, zweite zur Hälfte gebe ich auch noch. Erst mit Indos dann ein paar, aber dann meinte die Community, ja, du sollst den Teampartner wechseln. Ey, ihr nennt euch Team Nordkorea und habt bisher in allen Matches hardcore geloost. Ja, aber dank T-Way, dem Fettsack, hat Nordkorea jetzt wenigstens endlich mal was mit Wahlen zu tun. Sehr geil. Hätte auch ohne Pantomime, glaube ich, geil gezogen. Finde ich eine gute Line. Ey, der eine, der jeden Tag ein Kilo Butter frisst und der andere, der jede fremde Mutter fickt. Ich bin zwar Mathematiker, aber ihr zwei seid der offensichtliche Beweis dafür, dass Minus mal Minus nicht immer Plus ergibt. Ey, und ich fand's geil, wie du in dein... Wo war das nochmal? Wo ist die Line nochmal? Minus mal Minus nicht immer Plus ergibt. Haben wir doch letztes Mal noch gehabt, ne? Ach, es war 4-7 gegen Dingsbums, 4-7 gegen Nidal, ne? Ja. David Jones Battle gesagt hast, ey, jetzt wird's rassistisch. Sonst hätte ich das gar nicht erkannt. Das ist gut. Ich meine, du hast ihn in einer Runde ja nur Orang-Utan, Schwarzenegger, Coolest Monkey in the Jungle, Donkey Kong, behaarter Affe und Bordsteinküsser mit Blaselippen, dem der Affenkiefer zertreten wird, genannt. Ey, und im Interview wurdest du dann, übrigens nicht zum ersten Mal, angesprochen auf deine rassistischen Hasstiraden. Woraufhin du meintest, naja, ich hab das gesagt, weil im Rap-Battle kann man ja alles sagen. Hä? Ey, was versuchst du damit denn anzudeuten? Das ist wie zu sagen, ja, na klar, bestimmt eine reingehauen, weil ich hab ja Fäuste. Ja, macht der schon gut, Alter. Und hier hat einer, nächstes Wert nochmal hier reingeschrieben, Ich find Taggy gar nicht so scheiße, wie du ihn machst, aber ist Geschmackssache. Dicker, du musst auch mal ein bisschen hier zwischen den Zeilen lesen, Alter. Ich mach doch Bon Taggy nicht schlecht. Dicker, guck dir jedes Auge an von mir oder guck dir den... Jeder weiß doch, ich hab doch so oft schon gesagt, Bon Taggy ist momentan der beste Battle-Rapper. Ich mach doch nicht den ganzen... Es geht hier um ein Battles, um kleine Lines, um ein bisschen was aus der Vergangenheit, aber jeder, der mich verfolgt, weiß doch ganz genau, dass ich schon... Die letzten Monate, keine Ahnung, wie lange sage, dass Bon Taggy momentan der am schwerst zu schlagende Battle-Rapper ist. Aber versteh mich jetzt bitte. Ja, übertreib nicht, Alter. Ich höre nicht heimlich seine Tracks. Aber ich höre auch nicht meine. Bitte nicht falsch, du Trottel. Ich spiele hier sicherlich nicht den Moralapostel. Mir ist egal, wenn du sagst, dass du ein Mädchen bummst, was dir den Penis lutscht, nachdem du sie zuvor gefingert hast mit deiner Hähnchenbrust. Trotzdem hört man Hate. Nein, man hört kein Hate. Wenn ich mich über Sachen lustig mache oder über Parts lustig mache, Dicker, Hate. Hate ist, wenn ich dem das, was offensichtlich ist, abspreche. Das ist Hate. Wenn du mich nicht sagen hören würdest, Bon Taggy ist momentan die Nummer 1, Bon Taggy ist momentan die Speerspitze, Bon Taggy und Mikesh sind momentan die Besten, Bon Taggy ist am schwersten zu schlagen. Wenn ich das nicht sagen würde, dann wäre das Haten. Dann ist das Hayden. So, wenn du weißt, eigentlich ist der krass, aber ich sag's einfach nicht. Oder ich sag das Gegenteil. Das ist Hayden. Aber wenn ich mir Kleinigkeiten rauspicke, nein. Ist egal, ob du Christen, Moslems oder Juden beim Gebet fickst bis zum Penisbruch oder dich von meiner Mutter auf 6 Dosen Red Bull reiten lässt, bis sie schreit, ich bin Pegasus. Ich find's nur erbärmlich. Hey! Ich find's nur erbärmlich, dass du solche Zeilen erst laut erzählst und just kommst du in Interviews nach deinen Battles dann immer in den Redefluss, stammelst was von Grenzen überschreiten und holst dann kläglich Luft und rechtfertigst deine Geschmacklosigkeiten mit der Freiheit der Redekunst. Hey, du bist nicht innovativ, nur weil die Crowd sich bei deinen Geschichten ekeln muss. Du überschreitest keine Grenzen in deinen Zeilen, Mann, du redest Stuss. Hey, und gerade in München weiß man, so ein Verhalten ist ehrenlos, denn der Style von Jarambo ist nicht neuer. Nur weil er nach jedem Abschluss eines Matches sicher klären muss. Ah,
ich hatte die deutsche Sprache auf jeden Fall so ein bisschen gebändet, nur weil er nach jedem Abschluss eines Matches sich erklären muss. Ist so eine keine geile Endline auf jeden Fall, aber der Punkt ist nice auf jeden Fall. Aber es hätte man, glaube ich, die Endline hätte, glaube ich, mehr knallen können auf jeden Fall. Und VTs Pimmel so. Nee, die Runde ist gut, Alter. Die Runde ist safe, gut. Beide gut abliefern, dann bringt mir das nicht viel. Am Ende ist Jarambo sowieso der Sieger, weil der ist ja so real. Aber was soll ich denn machen, hä? Soll ich mir jetzt eine harte Lebensgeschichte ausdenken? Oder die düsteren Abschnitte meines Lebens preisgeben für Crowd Reaction? Fick das! Hey, das ist auch eine clevere Sache von dem, die der immer macht. Ja, da hat er jetzt einen Seelenstriptease gemacht. Muss ich jetzt auch solche Stories erzählen für eine Crowd Reaction? Erstens, alles, was man im Battle macht, ist so halbwegs für eine Crowd Reaction. Zweitens, du hast ja auch nichts zu erzählen. So, wenn du nichts zu erzählen hast, natürlich ist das kacke, wenn du andere Battle-Rapper siehst, die ein bisschen Story haben, die ein bisschen was erlebt haben, ein bisschen Leid, ein bisschen Struggle hier, ein bisschen da. Das bin ja nicht nur ich, das sind ja viele. So, klar prangert man das an. Aber wenn du halt nichts zu erzählen hast, wenn halt alles glatt gelaufen ist, dann ist es natürlich doof, wenn andere dieses Fund, was man als Battle-Rapper hat, aber auch nur einmal oder höchstens zweimal, wenn die das in die Waagschale werfen, so. Boah, siehst du mich fies blicken, Tabak und Weed kiffend in Berlin-Mitte mit einer Heroinspritze, keep it real, cynic in mein Glied ritzen. Das ist geil. Serkan, provozier nicht. Keep it real, cynic in mein Glied ritzen, denn für mich ist und bleibt der Seelenstriptease eines der billigsten Stilmittel. Weil du... Oh, scheiße. Ja. Ich battle den wahrscheinlich sowieso nicht nochmal. Aber das wäre halt, das ist halt der perfekte Rebuttal, ne? Aber was ist jetzt real, bitte, hä? Jemand, der sich Copkiller nennt, aber zugibt, das nicht direkt zu sein? Jemand, der sagt, Sachen, die stimmen, nehme ich ungern ins Battle rein? Ist das real? Zu sagen, Absprachen sollten eingehalten werden, das ist mir wichtig, dann aber gegen Klepto doppelt so lange Runden bringen und sagen, auf unsere Abmachung fick ich? Ist das real? Ey, jemand, der ständig betonen muss, dass er in echt gar kein Arschloch ist. Und die Kunstfigur Jarambo würde sowas machen, aber die Privatperson nicht. Ey, jemand, der in seinen Texten schwarze Affen nennt und Kinder fickt und alles nur sagt, weil er's kann und nicht, weil er dahinter steht. Ey, gegen Merlin erklärst du uns, was deiner Meinung nach ein Hurensohn ist. Nämlich jemand, der seinen Style für das Publikum switcht. Doch kaum reden die Leute von einem möglichen Titelmatch, erzählst du so, Mutterleid, so dein kranker Style sind scheinbar nicht erwünscht auf dem Weg zum Thron. Ey, das ist das Einzige, was dich ausmacht. Ich kann es dir nicht deutlicher sagen. Ohne diesen kranken Style hätte man dich härter ignoriert als deine Facebook-Freundschaftsanfragen. Doch für den Titel verzichtest du jetzt auf deine teuflischen Phrasen, dann kannst du nie als Gürtel höchstens wie einen Keuschheitsgurt tragen. Nenn mich fake, aber ich kann mich ins Battle begeben und mich ins Kreuzfeuer wagen, ohne mich im Nachhinein von allem zu distanzieren, was ich den Leuten gerade sagte. Ey, vor allem werde ich nicht meinen Style zu verändern, nur um das Gold zu erjagen. Du hast auch keinen Style, ne? Denn im Gegensatz zu deiner Mutter brauche ich keinen Gürtel, um dich heute zu schlagen. Ja. Okay, mir wurde gesagt, ich darf nicht mehr auf so Zuschauer eingehen, die so ganz unbeteiligt da stehen und irgendwie nichts dafür können. Deswegen darf ich nichts Böses mehr sagen. Ich möchte nur ganz, ganz sachte anmerken, dass der Kollege hier, ne, der Kollege hier in der Mitte, hinter Jolly J und dem kleinen Mädel hier, dass der das für meine Verhältnisse ein bisschen zu sehr fühlt. Bei Hugo, ne? Keine Ahnung, Leute. Weiter geht's. Time. Yo! Dieses Battle ist anscheinend. Ja, ja, klar. Also hat Bongtegi ganz klar gewonnen, das Ding. Die erste von Bongtegi war stärker als Jarambos erste. Die zweite von Teggy war stärker als Jarambos zweite. Die dritte war um Längen besser als, wir waren auch nicht so richtig im Fluss drin, weil zwischendurch kam noch das Donation Goal,
dazwischen und ich habe so eine kleine Rant-Momente noch gehabt, aber jetzt mal Butter bei den Fische. Beide haben nicht ihr Letztes gegeben, so waren klares 3-0. Taggy war gut, aber was Taggy wirklich kann, hat man dann halt gegen Mikesh gesehen. Hat man, wer war noch? VT hat der Easy weggemacht, Jarambo hat der Easy weggemacht. Ja, hat man gegen Mikesh gesehen auf jeden Fall. Das war das letzte Battle. So. Pound! Pound! Mr. Incredibil. So, 5 Euro nochmal. Ja, sowieso. Habe ich die ganze Zeit auf der Uhr auf jeden Fall. Erstmal doppelte Demut auf jeden Fall. Und...